Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, Sie und euch alle hier begrüßen zu können zu diesem Abend anlässlich des Geburtstags von Petra Kelly. Wir sind zusammengekommen in einer Zeit, in der viele Dinge passieren, die wir uns vor einem Jahr hätten noch nicht in dieser Form vorstellen können. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und letztlich auf Europa hat alles, was wir nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges erhofft hatten, wieder auf den Kopf gestellt. Im Iran kämpfen Frauen lautstark und unerschrocken für ihre Rechte und stehen an vorderster Front gegen das unterdrückende Regime. Auf unseren Straßen demonstrieren junge Menschen hartnäckig und offensiv gegen die Klimakatastrophe. Und in den Ministerien arbeiten hunderte Menschen mit Hochdruck an möglichst gerechten Lösungen, um über den Winter zu kommen. Wir wissen, dass einiges dabei auf der Strecke bleibt, weil es dabei auch immer wieder um Interessen einzelner Gruppierungen, einzelner Koalitionspartner geht und letztendlich auch um den Kompromiss. Um Kompromisse, die geschlossen werden müssen. Das macht einerseits den Unterschied aus zwischen Regierungsverantwortung und Opposition, aber es bedingt sich auch miteinander. Ohne Bewegung ist Stillstand. Petra Kelly wusste um all diese politischen Herausforderungen und das macht sie heute so aktuell. Heute wäre sie 75 Jahre alt geworden. Petra Kelly war eine der bekanntesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den 80er Jahren. Sie war eine globale Aktivistin. Ihre Anliegen waren universell. Menschenrechte, Gerechtigkeit, Bewahrung der ökologischen Lebensgrundlagen, Gleichberechtigung. Sie war der Treibstoff der Friedensbewegung. Sie war Feministin, ohne Wenn und Aber. Sie war unter anderem auch eine der wenigen Grünen, die sich schon damals für die BürgerrechtlerInnen in der DDR und in Osteuropa interessierte. Sie pflegte den Kontakt mit ihnen. Unter anderem war sie es, die mit einer kleinen Abordnung, einige davon oder ein paar sind hier mit im Raum, am 12. Mai 1983 nach Ost-Berlin einreiste, mit Transparenten auf dem Alex, mit Schwertern zu Flugscharen stand oder beim Treffen mit russischen Beamten mit Nachrichten auf Russisch, wie achtet die Menschenrechte, öffentlich auftrat. Das zeigt die Unerschrockenheit und das Aktivistische ihres Tuns. Ihre politische Leidenschaft war so inspirierend, dass sie zu einer Wegbereiterin der grünen Bewegung wurde, sogar zu einer Ikone. Über Petra Kelly wird geforscht. Wir haben das Petra Kelly-Archiv hier bei uns und geschrieben. Wir haben eine Graphic Novel über ihr Leben veröffentlicht, die sich ja alle auch schon gesehen haben. Eine dreiteilige Dokumentation läuft derzeit auf Sky. Einige oder gar viele kennen sie hier auch persönlich. Lukas Beckmann ist einer davon, als enger politischer Wegbegleiter, Mitbegründer der Grünen und nebenbei auch der Heinrich-Böll-Stiftung und langjähriger Grünen-Politiker stand er Petra Kelly sehr nah. Und ich freue mich, dass er uns in das Leben und politische Wirken von Petra einführt und dann mit uns auch im Anschluss darüber diskutiert, was von ihr für die Grünen bleibt. Danach wollen wir den Bogen schlagen in das Heute. Wie steht es um die Verantwortung für repräsentative Politik, aber auch um die Verantwortung der Politik für ihre politischen Akteurinnen und Akteure? Und wie kann, vielleicht sogar muss, eine Arbeitsteilung zwischen Politik in Bewegung und Institutionen aussehen, um gemeinsam mit demokratischen Mehrheiten das Land in eine progressive Zukunft zu bringen. Dafür begrüße ich dann zur Diskussion nachher auch Ricarda Lang, die noch auf dem Weg hierher ist. Ricarda ist Mitglied des Deutschen Bundestages, frauenpolitische Sprecherin und auch Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, zusammen mit Ormin Nuripur seit Februar diesen Jahres. Und ich begrüße auch als Aktivistin und bundesweite Sprecherin für Fridays for Future, Clara Duvigneau, die hier vorne schon sitzt. Herzlich willkommen. Sie organisiert mit die globalen Klimastreiks mit und forderte offensiv ein Sonderpaket in Höhe von 100 Milliarden Euro für Klima und Sicherheit. Mit einem Resümee und einem persönlichen Blick auf Petra Kelly
wird meine Kollegin Imme Scholz, mit der ich zusammen hier die Heinrich-Böll-Stiftung jetzt ein knappes halbes Jahr führen darf, unsere Diskussion am Ende beenden. Mit einem kleinen Zitat von Petra Kelly möchte ich dann die Bühne an Lukas Beckmann übergeben. Beginne dort, wo du bist, warte nicht auf bessere Umstände. Sie kommen automatisch in dem Moment, wo du beginnst. Herzlichen Dank und Lukas Beckmann. Werte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde, für mich ist das heute Abend eine Zeitreise in die Vergangenheit. Und auch wenn es 30 Jahre her ist, dass Petra Kelly ermordet wurde, so ist es doch eine Reise auch in die Gegenwart. Die Leitfrage für heute Abend für mich ist eigentlich, was ist Realpolitik? Wie real muss Politik sein, um die Wirklichkeit abzubilden und Wirklichkeit zu verändern? Diese Frage ist wichtig, weil sie nach wie vor eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle spielt, aber weil sie auch in der Gründergeneration und in der Ausrichtung der Grundorientierung der Grünen eine wichtige Rolle gespielt hat. Wenn man im Internet den Namen Petra Kelly eingibt und nach ihr sucht, dann gibt es zunächst die Fundstellen, haufenweise, tausendfach, die auf ihren Tod hinweisen und nicht auf ihr Leben. Wir haben vor wenigen Tagen den Bericht der Gesundheitsministerin zur Kenntnis genommen über die Situation von Gewalt gegen Frauen mit gewalttätigen Übergriffen von Ehemännern, Ehepartnern, Lebenspartnern. Und wir wissen, dass jedes Jahr viele Frauen Opfer werden und getötet werden. Und wir sind als Grüne auch der Gefahr ausgesetzt gewesen und waren es lange Zeit, und ich hoffe, dass dies mit dem heutigen Tag, ihrem 75. Geburtstag, endet, dass wir es zugelassen haben, dass ihr Leben von ihrem Tod überlagert wird. Und deshalb möchte ich heute nicht über ihren Tod sprechen, ich möchte auch nicht über ihren Lebenspartner sprechen, sondern ich möchte darüber sprechen, wer Petra Kelly aus meiner Sicht war, wodurch sie so geworden ist, wie sie wurde und was sie gemacht hat. Und vor allen Dingen darüber, wie sie zu aktuellen Fragen stand in der Übersetzung, die immer auch Gefahr laufen kann, Fehlinterpretationen zu sein, aber ich glaube, dass man aus einer Analyse ihrer Tätigkeit damals sehr viel für die Gegenwart ableiten kann. Petra Kelly ist 1947 in Günzburg geboren. Ich will vielleicht kurz vorher nochmal sagen, dass auch wenn ich sozusagen hier eine Generation repräsentiere, die viel mit ihr zu tun hatte, viel mit ihr zusammengearbeitet hat. Es gibt etliche hier im Raum, die Petra Kelly erlebt haben, die mit ihr zusammengearbeitet haben, die sie gut gekannt haben. Nicht zuletzt Eva Quistorp seit 1979, Milan Horacek seit 1979, Ingrid Auern, eine frühere Mitarbeiterin von ihr, vielleicht auch einige andere, die ich alle nicht kenne. Das ist mir wichtig auch zu sagen. Und damit gehe ich über zu dem Beitrag, wer sie eigentlich war und wie sie wurde. Petra ist in Günzburg geboren, 1947. Sie hat ihren Vater im Alter von 4 Jahren zum letzten Mal gesehen, danach nie wieder. Das hat sie stark geprägt. Sie ist aufgewachsen
bei ihrer Mutter, vor allen Dingen bei ihrer Großmutter, zwei starken Frauen, die sie sehr geprägt haben, wie sie oft erzählt hat. Und die Eltern sind dann, nachdem ihre Mutter ihren zweiten Mann kennengelernt hatte, von Deutschland in die USA ausgewandert. Sie ist dort zur Schule gegangen, ab ihrem 11. Lebensjahr, und lernte dann aus amerikanischer Perspektive Deutschland und Europa kennen. Sie hat sich mit der deutschen Geschichte aus amerikanischer Perspektive befasst, weil sie in der Schule in Günzburg über die Zeit des Nationalsozialismus und die neuere deutsche Geschichte überhaupt nichts erfahren hatte. Das hat sie sehr beschäftigt, und als sie später dann an die Universität kam, hat sie diese Frage weiterhin sehr beschäftigt. Sie hatte nämlich zum Schwerpunkt die Fragen der deutschen Politik, der deutschen Kultur, aber auch der europäischen Politik. Petra Kelly war von Beginn an, so wie das geschildert worden ist von ihrer Familie, aber auch in vielen Biografien, die inzwischen erschienen sind, eine Ausnahmepersönlichkeit von Anfang an. Sie hat zu der Zeit, wo sie in Amerika in die Schule ging, viele Preise gewonnen. Sie war mit Gedichten und Artikeln in überregionalen Zeitungen präsent. Und diese Besonderheit, diese Ausstrahlungskraft, diese Überzeugungskraft hat sie eigentlich die ganze Zeit begleitet. Und auch dadurch ist eigentlich zu erklären, dass sie für uns als Grüne eine so herausragende Bedeutung bekommen hat in dem ganzen Wertungsprozess unserer Partei. Petra war die zentrale Gründungsfigur in einer Stärke und Ausstrahlungskraft, wie man das auch heute noch selten erlebt. Sie war einfach der Star, nicht nur der Grünen, auch der Friedensbewegung, der Umweltbewegung, aber auch der internationalen Bewegung, die sie zusammengeführt hat. Als sie dann mit 17, 18 von der Schule an die amerikanische Universität gegangen ist, um internationale Politik zu studieren, hat sie von Anfang an die Frage gestellt, ja, jetzt bin ich hier an der Uni, da ist internationale Politik, aber wo ist eigentlich das Internationale präsent? Die Folge war, dass sie einen studentischen Verein gegründet hat, eine Gruppe von Mitstudierenden, um diese internationale Präsenz der Uni zu verstärken und erstmal aufzubauen. Sie hat dann jährlich eine Konferenz organisiert mit internationaler Besetzung. Auch das wiederum führte dazu, dass sie in Medien, in Rundfunkbeiträgen, vor allen Dingen aber in Zeitungen eine enorme Präsenz erreicht hat, weil es was Besonderes war. Und sie lernte in dieser Zeit Politik kennen. Sie machte nicht nur Politik an der Universität, sondern sie lernte die Bürgerrechtsbewegung kennen um Martin Luther King. Sie lernte Robert Kennedy kennen, persönlich, den sie persönlich im Wahlkampf unterstützt hat und der dann ja später ermordet worden ist. Sie lernte viele Persönlichkeiten kennen, die sie auch später als Bundestagsabgeordnete dann auch noch besucht hat, um sich mit denen auszutauschen. Als Petra 1970 dann ihren Bachelor zu Ende hatte, ging sie nach Amsterdam ans Europäische Institut. Dies war gar nicht so sehr verwunderlich, weil es eigentlich angelegt war. Sie hat an der RU in Washington Kurse belegt, zum Beispiel über die russische Geschichte. Sie hat Kurse belegt über die russische Literatur, über die deutsche Literatur. Wenn man ins Archiv geht, ins Petra Kelly Archiv, und sich einzelne Boxen anguckt, dann sind diese Boxen voll mit Heften, wo sie sich Notizen gemacht hat, was sie aufgeschrieben hat, seitenweise auch über Heinrich Böll. Und das ist das heißt, das, was sie später so angetrieben hat, die europäische Frage, ist eigentlich bei ihr sehr früh angelegt gewesen. Auch ein Grund, weshalb sie sich zu Beginn des Studiums entschieden hat, als Deutsche in Washington zu studieren und nicht als Amerikanerin, was auch möglich gewesen wäre. Sie kommt dann nach Amsterdam und stellt sich selbst eine Forschungsfrage für ihr Studium dort
Und die Frage lautet, europäische Einigung, ob Bundesstaat oder Föderation, Perspektiven oder Illusionen. Das ist ihre Fragestellung. Und sie macht dann parallel ein Praktikum bei der Europäischen Gemeinschaft, die damals noch nicht Europäische Union hieß, und bekommt die Möglichkeit, also sie erfährt, dass es Stipendien gibt für verschiedene Forschungsaufträge, und sie will einfach ihre Forschung, die sie in Amsterdam angefangen hat, dann vertiefen. Und sie schreibt einen Brief an den Altiero Spinelli, dem Begründer der Europäischen Föderalen Bewegung, der damals Kommissar war für Forschung und Technologie. Und was sie ihm schreibt, ist für die Frage, was ist eigentlich reale Politik, aus meiner Sicht von wesentlicher Bedeutung. Sie schreibt darin, mein Beitrag behandelt die Unterschiede zwischen den Pressure Groups und den politischen Parteien. Die Konflikte müssen offengelegt werden und die Fragen kontrovers gemacht werden in der Öffentlichkeit. Man kann diese schleichende Entdemokratisierung nicht mit konventionellen Mitteln heilen. Die fundamentalen Widersprüche müssen artikuliert werden, sodass man die Fragen des wirtschaftlichen Wachstums und des Warum und für wen eigentlich in allen Schichten der Bevölkerung stellt. Die so vielen organisatorischen Anstrengungen der Gruppen, die ich bis jetzt beobachtet habe, sind sinnlos, wenn nicht dadurch eine offensive Kooperation mit den Kräften der etablierten Parteien zustande kommt. Nur wer an der Machtausübung Interesse hat und diese entsprechend erwerben kann, kann auch die Änderungen hervorrufen. Ich finde diesen Hinweis insofern bemerkenswert, weil ihr ja oft vorgeworfen ist, dass sie im Grunde genommen ein Politikverständnis hat, was der Notwendigkeit von Macht für Veränderungen gar nicht gerecht wird. Aber sie hatte das sehr früh auf dem Schirm. Ich komme darauf nachher nochmal zurück. Petra Kelly hat diese Fragestellung, für die sie dann ein Stipendium bekommen hat, durch konkrete empirische Erhebungen durchgeführt. Und sie hat in fast allen Ländern Europas Gespräche geführt mit NGOs, also mit den Pressure Groups, also mit Gewerkschaften, mit Verbänden, mit Bürgerinitiativen und so weiter. Und sie lernt auf diesem Wege im Grunde genommen das andere Europa kennen, also das Europa von unten. Was ist das wiederum sehr wesentlich ist für ihre politische Positionierung, denn der Weg in der Europäischen Gemeinschaft war vom Praktikum zur Stipendiatin zur Verwaltungsrätin. Schon 1973 wird sie Verwaltungsrätin, aber schon 1972 schreibt sie als ein Zwischenergebnis ihrer Studie, dass die, also sie schreibt über ihre Implikationen der Forschung mit den Gruppen, und sie fängt dann an, Reden zu halten und öffentliche Artikel zu schreiben. Also nicht nur in ihrer Funktion als Verwaltungsrätin, sondern als Petra Kelly ohne diesen europäischen Titel. Und 1973 schreibt sie dann als eine Frage, wie bringt man die Wertemaßstäbe des europäischen Patriarchats ins Wanken? Sie sieht darin eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, die europäischen Verhältnisse zu verändern, weil sie die EG-Bürokratie im Wesentlichen als einen Kult von Männern wahrnimmt. Und die Grundlage dieser Forderung, diese Grundlage dieser Frage ist nicht etwa eine rein politisch abstrakte, sondern sie hat die gesamte EG-Verwaltung auf den oberen Ebenen, das waren insgesamt 1700 Mitarbeiter, hat sie genau analysiert in ihrem Bericht, wie viele Frauen auf den jeweiligen Hierarchieebenen präsent sind. Und diese Ebenen dokumentiert sie dort und verbindet das mit dieser Frage. Und sie sagt dann, die schwache Position der Frauen in den Spitzenpositionen der Europäischen Gemeinschaft spiegelt auch die schwache Machtposition von Frauen in der Gesamtgesellschaft Europas wider. Und es ist sicherlich, man kann ja über sie viel berichten und viel erzählen, dass das ganz Besondere für sie ist meines Erachtens,
dass sie erstmals einen als Politikerin einen Politikentwurf lebt, der alle Fragen globalisiert und die wichtigsten Themen der Ökonomie, der Ökologie, des Feminismus und der internationalen Politik so verbindet, wie das vorher nie gemacht worden ist. Wir müssen uns heute auch klar machen, welche Rolle für dieses globale Denken auch die Weltraumfahrt gespielt hat. Das ist, ich erinnere mich sehr gut, wie ich die ersten Bilder von der Erde gesehen habe. Das sind Bilder, die wird man nie wieder los, weil man plötzlich die Erde als eine Kugel sieht, auf der man sich bewegt, in einem weiten Weltraum und begreift das Leben in anderer Weise. Auch Organisationen wie Greenpeace mit ihren Aktionen, mit den sozusagen Bildbotschaften, hätten diese Kraft nicht entfalten können ohne das Bild aus den Höhen der Atmosphäre auf die Erde. Und da spielt auch für Petra diese Politik mit Bildern, also die Verbindung von Sprache, Politik und Situation, hat ja auch ihr ganzes Leben begleitet. Die Forschung in der europäischen Gemeinschaft hat für sie Konsequenzen insofern, als dass sie immer öfter in die verschiedenen Länder reist, Bürgerinitiativen besucht und Vorträge hält über die Verbindung von ziviler und militärischer Nutzung der Atomenergie. Und dadurch, dass die internationale Presse auch in Europa über sie berichtet, werden auch andere auf sie aufmerksam, etwa in Australien, Japan und so weiter. Also sie hält Vorträge in Wiel gegen Atomkraftwerke, in Kalka gegen den schnellen Brüter und so weiter. Nicht vereinzelt, sondern über Jahre ist sie da jedes zweite Wochenende unterwegs, diskutiert mit Frauengruppen und so weiter und so weiter. Die Berichterstattung in den internationalen Medien, vor allen Dingen in Australien, hat wiederum für das, was dann folgt, für sie eine enorme Bedeutung. Und zwar hört sie von der australischen Green Ban-Bewegung. Diese Bewegung gab es dort seit 1972 etwa, und zwar eine Bewegung von Bauarbeitern, die ihre eigene Arbeit bestreikt haben, weil sie nicht mehr bereit waren, mit dem Bau von Hochhäusern die gesamte, sozusagen, gewachsene Struktur in Sydney und anderen großen Städten zu zerstören. Viele gehen ja davon aus, das will ich hier in Klammern sagen, dass die deutschen Grünen die erste grüne Partei weltweit sind. Das stimmt nicht. Wir waren die ersten sozusagen erfolgreichen, die dann auch ins Parlament gewählt worden sind mit einer relevanten Anzahl von Abgeordneten. Etliche Jahre vor uns, 7 Jahre vor uns, wurde in Neuseeland die Value Party gegründet, die einen ganz ähnlichen Ansatz hatte wie wir später ab 1979. Leute aus dieser Bewegung, Neuseeland, Tasmanien, Australien, haben später, also Bob Brown zum Beispiel, ich weiß nicht, ob einige kennen den vielleicht, der war als grüner Abgeordneter sehr lange im Europäischen Parlament und hat in seiner Biografie diese Begegnung mit Petra Kelly beschrieben, 1976 Folge. Sie wurde dann eingeladen zu einem anderen Teil dieser Green Ban-Bewegung, nämlich zu dem Teil der Transportarbeitergewerkschaft. Die Transportarbeitergewerkschaft hat sich damals quergestellt in dem Transport von Uran vom Nordosten Australiens in die einzelnen Städte, die dann für den Export bestimmt waren, um damit Atomkraftwerke und in Folge auch das Material für Atomwaffen zu beschaffen. Die haben 1976 die gesamte Strecke für 2 Wochen stillgelegt. Also das war irgendwie nicht eine Randerscheinung, sondern eine richtig sozusagen machtvolle Demonstration und Ereignis. Und Petra hat diese besucht, sie hat da Reden gehalten. Und das Interessante ist, dass sie aus ihrer Tätigkeit in der Europäischen Gemeinschaft, sie war inhaltlich zuständig für Sozialpolitik, für Jugend und Bildung, für Forschungspolitik und so weiter. Und dort hat sie dann ihre Erfahrungen und ihre Kenntnisse über den Zusammenhang von ziviler und atomarer
an militärischer Nutzung von Atomenergie Vorträge gehalten. Das war damals, dieses Wissen war damals nicht so greifbar wie heute. Man muss sich, also man konnte nicht mal eben googeln und sagen, also wie sind da die Zusammenhänge? Aber sie hatte über ihre Tätigkeit in der Europäischen Gemeinschaft den Zugang zu den Studien. Sie hatte enge Verbindungen zu einem Mitarbeiter von Euratom, Manfred Siebker, der dann später aus Euratom ausgestiegen ist und uns im Europawahlkampf auch unterstützt hat. Ein Mitbegründer einer Gruppe, die vor Gründung der Grünen ein Manifest geschrieben hat, zusammen mit Petra Kelly, Ernst Weizsäcker und anderen. Diese Zusammenhänge in Australien hatten einen Einfluss auf das Politikverständnis von Petra. Sie hat damit ihren Ansatz selbst erweitert, wie sie später sagte. Es gibt einige Autoren, die sagen, im Grunde genommen ist der Name Green, also die Grünen, dort entstanden. So weit würde ich nicht gehen, die Literatur gibt es auch nicht her. Aber dass sie von da inspiriert war, ist aus meiner Sicht eindeutig. Das heißt, das, was sie als EG-Verwaltungsrätin an Forschungsarbeit geleistet hat, in Verbindung brachte mit Bürgerinitiativen in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Ländern Europas, also Italien, Frankreich, Irland, England und so weiter, das wurde jetzt zu einer internationalen, zu einem internationalen Netzwerk, infolge dessen sie auch eingeladen wurde, ein Jahr später, 1977, erstmals nach Japan, auf Einladung von Gensui Kin. Gensui Kin ist in Japan die größte Anti-Atom-Bewegung und Friedensbewegung. Und auch dort geht es wieder um diese Themen. 1974, also zwei Jahre bevor sie diese Auslandsreisen macht, gründet sich der BBU, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, in Frankfurt. Es gibt damals so viele Bürgerinitiativen, die sagen, also wir arbeiten alle vor uns hin, aber wir sind ständig nur Feuerwehr und wir müssen uns mal zusammentun. Dieser Bundesverband Bürgerinitiativen hatte einen enormen Einfluss in den 70er und auch noch in den 80er Jahren. Also ich erinnere an eine Demonstration 1980, Anfang 1980 bei minus 12 Grad, wo wir unter der Federführung des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz in Brockdorf demonstriert haben, mit 80.000 Leuten und über uns Hubschrauber. Also es ist nicht leicht, bei minus 12 Grad so viele Menschen, die da mit Bussen und so weiter hinfahren, zu mobilisieren, dazu noch alles analog. Das war ja keine digitale Kommunikation damals. Und das heißt, da war wirklich eine gesellschaftliche Kraft dahinter. Petra Kelly wurde dann in den Bundesvorstand des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz gewählt. Vorher war sie aber, fast noch wichtiger, über ihre Europa-Recherche zusammengekommen mit JEF, also mit den jungen europäischen Föderalisten. Und dort hat sie seit 1972 Artikel veröffentlicht. Und okay. Dort hat sie seit 1972 Artikel veröffentlicht und dann ab 1974 war sie Mitglied der Redaktion. Irgendwann, 1978, fand dann in Troisdorf zwischen Bonn und Köln das Umwelttreffen statt und die Diskussion darüber zusammen mit den Umweltverbänden, wie macht man das mit der Europawahl. Die Europawahl 1979 wurde erstmals direkt gewählt und das führte zu der Frage, beteiligen wir uns daran? Also wir waren sehr viele verschiedene Gruppen. Die einen waren dagegen, sich als Art Partei zu konstituieren, andere waren dafür. Letztlich führte es zu der Vereinbarung, dass wir 1979 zur Europawahl angetreten sind. Und Petra Kelly trat aus der SPD aus und wurde die Spitzenkandidatin. Seit dieser Zeit hat sie die Grünen markant geprägt. Es gibt niemanden in der Parteiengeschichte, auch spätere Regierungsmitglieder nicht, die den Kern der Grünen international so verkörpert haben. Petra wurde eingeladen zu Fernsehsendungen in Großbritannien, in den USA. Also sie hatte Interviews, sie war in den USA bekannter als Helmut Kohl zum Beispiel.
damals als Kanzler. Das ist, und ich habe später, auch als dann die Mauer sich öffnete, viele aus der früheren DDR, die hier gesagt haben, für uns gab es nur Helmut Kohl und dann gab es Petra Kelly und sonst gab es nichts. Also das waren die, die sie kannte. Ich mache jetzt einen Sprung, weil es wichtig ist, ich habe gerade sozusagen das weiße Papier so verstanden, dass ich etwas kürzen muss. Ich mache jetzt einen Sprung in die 80er Jahre oder in die Anfang der 80er Jahre, weil ich diese Aspekte wichtig finde für Ihr Politikverständnis. In Verbindung mit Ihrer Erfahrung der Möglichkeiten und Grenzen politischen Handelns in der Europäischen Gemeinschaft und den Erfahrungen, die sie gemacht hatte auf der gesellschaftlichen Ebene, führten die 80er Jahre dazu, dass sie zunehmend die Zusammenarbeit gesucht hat mit Oppositionsgruppen in Osteuropa, vor allen Dingen aber in der DDR, also mit Menschen wie Bärbel Bohler, Gerd Poppe, Ulrike Poppe, Reinhard Weißhuhn, Wolfgang Templin und anderen. Diese Kontakte kamen zustande im Zusammenhang mit einem Besuch einer grünen Delegation 1983 und die Ankündigung, die öffentliche Ankündigung dieses Besuches führte dazu, dass Bärbel Bohler damals einen Brief geschrieben hat an Petra Kelly, ob wir uns mit ihr treffen könnten im Zusammenhang mit dem Besuch von Erich Honecker. Und damit war im Grunde genommen auch ein Politikansatz verbunden, dass wir gesagt haben, okay, wir treffen die Offiziellen, aber wir sprechen auch mit denen, die sich von diesen Offiziellen nicht vertreten fühlen, also mit der Opposition. Und das hat sie sehr, sehr stringent durchgehalten, sowohl in Moskau als auch mit vielen anderen. Dieser Politikansatz, beide Ebenen zu verbinden, also die gesellschaftliche Seite, aber auch die institutionelle, parlamentarische Seite, war im Grunde genommen etwas, was sie immer wieder durch praktisches Handeln und nicht durch Theorie in die Politik eingebracht hat. Petra Kelly ist in den letzten Monaten, insbesondere in Verbindung mit Fridays for Future, öfter zitiert worden, erwähnt worden, mit Fragen wie, sie wäre doch sicher jetzt auf den Demonstrationen von Fridays for Future oder würde sie sich auch auf die Straße kleben, so wie die letzte Generation das macht. Dieser Gedanke ist, wenn ich das so sagen darf, nicht falsch. Denn zweifellos fühlte Petra Kelly sich politisch und kulturell mit der heutigen Generation von Fridays for Future verwandter als mit den Politikerinnen und Politikern ihrer eigenen Generation. Da bin ich ganz sicher. Und insofern ist diese Frage auch für die heutige Zeit nicht unwichtig. Dann ist eine weitere Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist sozusagen ihr Verhältnis von Pazifismus und Menschenrechte. Denn Petra Kelly war ja, und das war ja auch sozusagen eines ihrer wesentlichen Positionen innerhalb der Friedensbewegung, sie war ja nicht nur für Frieden, sondern sie war auch für Menschenrechte. Das heißt, die Unteilbarkeit der beiden war im Grunde genommen die Grundlage grüner Politik. Deshalb ärgert mich das oft, wenn heute gesagt wird, naja, früher waren es die Pazifisten und heute fordern sie Waffen für die Ukraine. Darüber kann man heute mit Petra Kelly nicht mehr sprechen. Was man aber kann, ist, dass man ihre eigenen Äußerungen, die sie zu dieser Fragestellung, zu diesem Konflikt gemacht hat, in Erinnerung ruft. Ich habe mit ihr und mit Bastian 4 Wochen vor ihrem Tod, die beiden hatten ein Büro im Bundestag, in den Räumen der Bundestagsgruppe damals. Und wenn ich spät mit der Arbeit fertig war und danach Licht brannte, habe ich öfter gehalten und wir haben dann noch ein paar Stunden am Kopierer oder sonst wo diskutiert.
Und diese vorletzte Begegnung, wir haben uns dann später, eine Woche später noch bei mir in der Wohnung einen Abend getroffen, zusammen mit Bürgerrechtlern aus Ostdeutschland. Aber bei dieser Diskussion, 4 Wochen vorher, ging es um Bosnien. Das war im September 1992. Der Bosnienkrieg hatte schon ein Jahr vorher angefangen. Die Übergriffe von Kroatien auf Bosnien waren noch nicht, die kamen dann erst 1993. Aber es gab bereits viele 10.000 Tote. Und Petra, hatte ich das Büro betreten, sagte ich, aber warum bist du dafür, dass man die jetzt militärisch unterstützt? Und Bastian mischte sich dann ein und sagte, also das ist doch völlig klar, die NATO, die Sowjetunion ist zusammengebrochen. Die NATO hat jetzt keine Aufgabe mehr. Die sucht eine neue Aufgabe, also gehen sie jetzt nach Jugoslawien. Dort, wo damals die Wehrmacht gekämpft hat. Und ich habe gesagt, Gerd, ich sehe es völlig anders. Und das Besondere an diesem Abend für mich war, dass Petra sich in diese Diskussion eigentlich gar nicht so stark eingemischt hat, außer mit Fragen. Und die entscheidende Frage für mich war eigentlich, sag mal, Lukas, bist du sicher, dass alle politischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind? Und ich habe gesagt, das weiß ich nicht. Ich kann das nur hoffen. Aber ich kann das natürlich nicht versprechen, weil ich bei den Verhandlungen nicht dabei bin. Und so sind wir auseinandergegangen. Ich habe dann in Vorbereitung dieses Beitrags heute Abend noch Stellen rausgesucht, wo sie gefragt wird, ob sie eigentlich der Meinung war, dass man den Nationalsozialismus mit gewaltfreien Aktionen, mit zivilem Ungehorsam hätte besiegen können. Und die Journalistin, die sie damals gefragt hat, sagt, es folgte ein längeres Schweigen. Und dann sagte Petra, ich hätte es nicht gekonnt. Und ich finde, eine solche Position muss man respektieren. Aber es impliziert natürlich nicht, dass nicht auch andere, gerade weil sie, so wie Petra Kelly ja auch, die Menschenrechtsfrage zu einer existenziellen Frage machen, dort zu anderen Ergebnissen kommen. Sie hat dann ähnliche Äußerungen gemacht. Sie hat auch mal Bezug genommen auf Gandhi. Gandhi hatte ja eine Korrespondenz mit Hitler. Auch Gandhi wurde gefragt und auch er hat dann gesagt, ich glaube nicht, dass es möglich wäre, mit den Aktionen, die mir in Indien möglich waren, in Deutschland zu arbeiten. Denn ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die Kolonialmacht mir in Indien die rechtlichen Voraussetzungen gibt, die ich brauche, um überhaupt zivilen Ungehorsam leisten zu können, als wesentliche Voraussetzung dafür. Was ist die Botschaft aus meiner Sicht? Ich glaube, dass Petra Kelly gerade durch ihre Emotionalität, und das ist ja etwas, was man Frauen leider oft vorwirft, dass sie durch ihre Emotionalität im Grunde genommen es allen anderen erleichtert hat, den Realitätsgehalt ihrer Politik und die Begegnung mit Wirklichkeit ernst zu nehmen und sie darin zu unterstützen. Es ist uns, das bedauere ich bis heute, nicht gelungen. Und zwar nicht nur bei Petra Kelly nicht, sondern auch bei einigen anderen nicht, den Menschen den Platz zuzuweisen und zuzuordnen oder zu ermöglichen, das zu tun, was sie können. Also den Platz zu schaffen, der den Fähigkeiten gerecht wird. Ein weiteres tragisches Beispiel ist Josef Beuys, der 1983 nicht auf die Liste der Bundestagswahl 1982/83 gewählt wurde. Zum Abschluss, ich glaube, dass der Versuch, gesellschaftliche Kräfte und parlamentarische Entscheidungen so in einer Art und Weise verbunden werden können, dass sie gemeinsam etwas schaffen,
was bis heute nicht gelungen ist. Und die Skepsis von Petra Kelly gegenüber Parteien, die hatte nicht nur mit ihrer Erfahrung in der Europäischen Gemeinschaft zu tun, sondern sie hatte auch damit zu tun, dass sie sagte, wenn wir nicht ein neues Verständnis von Politik entwickeln, können wir nicht von den Parteien, die Teil des Problems sind und die als Ursache, von diesen Parteien erwarten, dass sie uns eine neue Zukunft ebnen. Und deshalb war sie auch über die Anfangsjahre strikt dagegen, eine Koalition einzugehen, weil wir als Partei überhaupt nicht so weit waren. Und das hat sie sehr realistisch gesehen. Vielen Dank. Ja, lieber Lukas, vielen Dank für diese Ausführungen. Und ich würde dich gemeinsam mit Clara und auch Ricarda, die jetzt auch da ist, herzlich willkommen auf die Bühne bitten, damit wir gemeinsam in die Diskussion eintreten und gemeinsam nochmal darüber reden können. So, sehr gut. Es funktioniert auch alles. Es wird übrigens auch gestreamt. Ich denke, es gucken sicherlich einige zu. Auch wenn man sich das so überlegt, vielleicht immer erstmal die Frage ist, wenn da jetzt Leute im Internet diese Posts sehen von dieser Veranstaltung, wissen die eigentlich, worum es geht und um wen? Und wir haben jetzt hier vieles gehört sozusagen von Lukas, aber deswegen geht meine erste Frage vielleicht auch in deine Richtung, Clara. Ist für dich eigentlich vor den Ausführungen von Lukas Beckmann klar gewesen, bewusst gewesen, um wen es bei Petra Kelly geht? Und wenn ja, wie ist es dazu gekommen? Und wie ordnest du das jetzt vielleicht im Lichte dessen ein, was er erzählt hat? Ja, erstmal hi von meiner Seite. Ich habe das erste Mal von ihr gehört, tatsächlich im Geschichtsunterricht. Wir hatten so einen Kurs, der war so ein Kombi-Kurs aus Politik und Geschichte. Und da ging es unter anderem auch um Petra Kelly. Ich habe vor 2 Jahren Abitur gemacht und das war in der Oberstufe. Dadurch hatte ich irgendwie schon mal ein bisschen Kontakt zu dem Namen, aber einiges habe ich jetzt auch noch in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung gelernt. Aber so außerhalb der Schule bin ich tatsächlich kaum mit dem Namen in Berührung gekommen. Und hast du das Gefühl, dass es irgendwie in den Kreisen von Fridays for Future eigentlich so Bezüge zu so einer Person oder überhaupt zu anderen Personen dieser früheren Umweltbewegung und Bürgerrechtsbewegung auch aus den Anfangszeiten der Grünen, wie wir es jetzt gehört haben, sozusagen Menschenrechtsfragen. Gibt es da diese Bezüge? Gibt es da auch ein Interesse daran, sich damit nochmal zu befassen? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Bezüge, weil eben die Klimagerechtigkeitsbewegung und die Umweltbewegung ja sehr eng miteinander verstrickt sind und auch Menschen, die früher in der Umweltbewegung aktiv waren, teilweise dann ihren eigenen Kindern sehr viel davon mitgegeben haben, die jetzt mit uns auf der Straße stehen, die jetzt mit uns Streiks organisieren. Aber ich glaube nicht, dass es so spezifisch personenbezogen Inspirationen unbedingt gab, sondern Fridays for Future ist aus einer akuten Dringlichkeit entstanden. Und das war unsere Hauptmotivation. Ja. Das werfe ich vielleicht Lukas mal direkt drüber, weil also ein bisschen ist es ja so, tatsächlich, du sagst es auch, einfach sehr lang her mittlerweile. Und ich habe zum Beispiel jetzt, ich glaube vorletztes Jahr diese Miniserie Deutschland 86 geguckt, ich weiß nicht, ob andere das vielleicht geguckt haben, um mich auch mal so ein bisschen über die Zeit von damals wieder nochmal inspirieren zu lassen. Geht ja um 83, 86, 89, interessante Serie. Unter anderem lernt man da dann nochmal diese Geschichte, wie ihr zusammen die deutsche Botschaft in Pretoria besetzt habt und solche Sachen. Haben wir irgendwie heutzutage
wenig Bezug zu, sage ich mal. Ja, ich bin ja auch, mein politisches Denken hat leider nach dem Tod von Britta Kelly erst richtig eingesetzt. Und letzte Woche haben wir 50 Jahre Literaturnobelpreis in Köln eine Veranstaltung gehabt. Da hat ein Schriftsteller gesagt, ja, das ist alles schon so lange her, das ist ein ganz anderer Kontext, eine ganz andere Welt, hat sich alles komplett verändert. Kapitel zu, so nach dem Motto. Und das beziehe ich jetzt mal jetzt auch hier mit ein, dieses Denken und Fühlen, ja. Ist das so? Kann man, du hast ja versucht, auch den Bezug jetzt nochmal herzustellen zu heute, aber kann man diesen Bezug noch so herstellen? Und wenn ja, wie geht das eigentlich heute noch? Wie kann man so einen Bezug zu einer Welt, die natürlich in einem ganz anderen Kontext war und Ereignissen wie sozusagen Südafrika und die Auseinandersetzung dort, die vielleicht heute eine ganz andere Bedeutung haben, wie kann man das herstellen? Ich denke, dass jede Gegenwart ist voll mit Wirkungsgeschichte, auch wenn man sich darüber nicht im Klaren ist. Es ist auch heute noch nicht egal, wie sich in den 80er Jahren die Bundesrepublik Deutschland gegenüber Südafrika verhalten hat. Nämlich, dass sie nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch das Apartheidsystem über Jahrzehnte unterstützt hat. Es ist nicht egal, wie die Sozialdemokratie und auch Teile der CDU sich über die Jahrzehnte verhalten haben gegenüber der Sowjetunion. Also diese ganze Appeasement-Politik, das ist ja nicht etwas, was uns jetzt in jüngerer Zeit begegnet, sondern das ist eine Wirkungsgeschichte, die uns heute erreicht und die sich sozusagen fast genetisch in Teilen der Politik festgesetzt haben. Und deshalb finde ich für mich, also natürlich ist das eine Erinnerung an eine andere Zeit, aber die Herausforderung ist ja keine andere. Wenn wir, also der arabische Frühling ist jetzt 11, 12 Jahre her. Welche Hoffnungen sind damit verbunden gewesen? In welches Leid hat diese Bewegung viele, viele Menschen und Familien gestürzt? Warum? Weil die strukturellen Voraussetzungen für das, was sie wollten, gar nicht da waren. Und deshalb finde ich, dass die Auseinandersetzung über die Möglichkeiten und Grenzen zivilgesellschaftlichen Handelns und staatlichen Handelns, dass man sich darüber wirklich sehr klar wird. Weil sonst werden wir nicht zum Erfolg kommen. Das sind Fragen, und die werden ja nicht geringer, sondern viel größer, weil die Polarisierung in der Gesellschaft ja um ein Vielfaches noch stärker wird, als wir das aus den vergangenen Jahrzehnten kennen. Das ist und nicht nur eine Folge von Corona. Wir sind, was das finde ich auch, es gibt von Heinrich Böll ja diesen Satz, der ja auch immer wieder bei den Publikationen zitiert wird, den ich nach wie vor sehr, sehr wichtig finde, nämlich die Wirklichkeit ist immer etwas weiter als das Aktuelle. Mein Eindruck ist, dass von uns als Partei, als Zivilgesellschaft nicht klar ist, in welcher Wirklichkeit wir leben. Ich glaube, dass zum Beispiel das, was uns zum Wohlstand gebracht hat, dass die Wirtschaftsform, die uns, nicht alle, die uns sozusagen zu einem großen Wohlstand und Entwicklungsstand gebracht hat, dieses System ist längst vorbei. Wir merken das nur noch nicht. Das ist wie mit der arbeitsteiligen Gesellschaft. Wir sprechen immer noch davon, dass Menschen für ihre Arbeit belohnt werden, obwohl wir mit Beginn der industrialisierten Arbeitsteilung überhaupt den Anteil des Einzelnen am Ganzen gar nicht mehr messen können. Aber das sind sozusagen Begrifflichkeiten, wo wir uns sehr, sehr schwer tun, da rauszukommen. Und Immer hat das neulich auf der Mitgliederversammlung von ein paar Tagen gesagt, dass sie oft in der Situation ist, gerade im internationalen Bereich festzustellen, dass wir die Probleme heute mit den alten Begriffen nicht mehr lösen können, dass wir neue brauchen. Und um dieses neue Begreifen geht es. Ja, Ricarda. Du bist jetzt sozusagen
mitten in sozusagen einer Situation, die Petra Kelly, wenn man sie gehört hat damals, über die Frage Macht eben auch zu erreichen, um die Welt zu gestalten. Wir sind jetzt in dieser Situation, du bist Parteivorsitzende, wir sind in einer Bundesregierung und in einer Zeit, in der unglaublich relevante Fragen zu beantworten sind. Wie blickst du auf deinen Weg in diese Position und in diesen Apparat, den wir jetzt beeinflussen können? Und was hat dich dahin getrieben und vielleicht jetzt gerade nicht in den Aktivismus? Beziehungsweise wie siehst du das Verhältnis zwischen beiden in der Situation? Vielleicht, um das einmal zu ergänzen, ich denke häufig zum Beispiel aktuell darüber nach, dass ich früher auch häufig auf der Straße gesessen habe, für oder gegen das ein oder andere. Und häufig, heutzutage hat man so ein bisschen, wenn man dann natürlich den ganzen Tag beschäftigt ist, Bundesregierung managen und so weiter, natürlich auch so das Gefühl, okay, wo sind eigentlich sozusagen gerade die Bewegungen und diese Machteinflüsse gesellschaftlich, die wir managen können und wie hat das Einfluss auf unsere Politik und deine Arbeit? Ja, sehr vieles, sehr große Frage. Vielleicht erstmal das angefangen, wie ich auf meinen eigenen Weg blicke. Ich würde vielleicht mit dem Punkt anfangen, was mich eigentlich in die Politik gebracht hat. Ich fand das ganz spannend, als du vorher erzählt hast, Lukas, dass Petra Kelly bei einer Mutter und einer Großmutter aufgewachsen ist. Denn das war bei mir auch der Fall. Und ich glaube, tatsächlich war das auch bei mir der allererste Ausgangspunkt von politischem Handeln, war die Frauenfrage. Ich habe bei einer Mutter gelebt, die in einem Frauenhaus gearbeitet hat, 14 Jahre lang. Das heißt, auch die Härten, die es bedeutet, in den typischen Frauenberufen zu arbeiten, was das für Lohn bedeutet, was das für Freizeit bedeutet. Und als ich 18 wurde, hat sie ihren Job verloren, weil das Frauenhaus aufgrund von mangelnder Finanzierung geschlossen hat. Und das, genau, passiert leider, das ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her, aber passiert weiterhin. Und das war für mich der Moment, ich war als Jugendliche gar nicht, ich finde es heute unfassbar faszinierend, wenn ich sehe, bei Fridays for Future teilweise 13-, 14-Jährige, die politisch aktiv werden, natürlich auch wegen diesem Dringlichkeitsgefühl, das du beschrieben hast. Ich war davor nicht sonderlich politisch interessiert. Und das war aber so ein Moment von einer sehr real wahrgenommenen Ungerechtigkeit, was ich gefühlt habe. Und ich bin dann zu den Grünen gekommen, in die Partei, in die Grüne Jugend vor allem erstmal. Und ich glaube, was ich gemerkt habe in dieser Jugendorganisation vor allem zu Beginn, war, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe in dieser Gesellschaft, die Erfahrungen, die meine Mutter gemacht hat in dieser Gesellschaft, dass die nicht vom Himmel gefallen sind, dass die auch kein Zufall sind, sondern dass die Teil von gesellschaftlichen Strukturen sind. Und gleichzeitig, dass ich mich mit anderen zusammentun kann, um an diesen Strukturen was zu verändern. Das heißt, das, was ich eigentlich damals erfahren habe, und das ist ein Begriff, den ich auch sehr mit Petra Kelly in Verbindung bringe, das war Selbstwirksamkeit. Austreten aus einer Ohnmacht und das Gefühl, die Verhältnisse verändern zu können. Und ich glaube tatsächlich, für mich ist das der Ursprung des politischen Handelns, sei es in einer Partei oder sei es in einer sozialen Bewegung. Und natürlich war ich auch ganz lange immer so ein bisschen an der Schnittstelle davon. Das wirst du auch kennen, Jan, als ehemaliger Sprecher der Grünen Jugend. Die ersten Fridays for Future-Demonstrationen hier in Berlin habe ich noch mitorganisiert und die irgendwie Lautsprecher dafür angekarrt. Und ich habe mich entschieden, ins Parlament zu gehen. Ich habe mich natürlich auch entschieden, Vorsitzende zu werden in der Zeit einer Regierungspartei. Und ich glaube aber nicht im Sinne von, das ist der bessere Weg, das ist der sinnvollere Weg, sondern in dem Wissen, dass wir beide Rollen brauchen. Ich bin davon überzeugt, wir brauchen die Menschen, die in Institutionen gehen, die auch die Form der institutionellen Macht beanspruchen. Und wir brauchen aber auch die Menschen, die den Druck machen, die Menschen, die eine Form von auch gesellschaftlicher Debatte, gesellschaftlicher Hegemonie tatsächlich organisieren für Veränderungen, die dann vollzogen wird. Und vielleicht da so ein bisschen anknüpfen an das, was gerade Lukas gesagt hat. Die spannende Frage ist dabei ja häufig, wird oft gefragt, und da wirst du viel mehr dazu sagen können als ich, aber finden Sie es eigentlich doof, wenn Fridays for Future Sie kritisiert? Sind Sie da beleidigt oder was sagen Sie denen dann? Hatten wir jetzt dann? Ja gerade beim Bundesparteitag in Bonn. Ja, natürlich, klar. Ne? Das ist ja auch, und ich finde immer, nein, natürlich finde ich das nicht doof. Ich glaube, ich fände es ziemlich absurd, wenn die Klimawegen alle nicht mehr über das hinausdenken würde, was wir Grüne mit SPD und FDP umsetzen können. Aber weil ich der Meinung bin, dass es unterschiedliche Handlungsmaßstäbe gibt und dass natürlich wir schauen müssen, was ist mit den politischen Mehrheiten, die wir gerade haben, umsetzbar. Aber dass eine Klimabewegung
nicht danach handeln muss, was ist umsetzbar in dieser Mehrheitskonstellation, sondern was sind die Realitäten? Und wie haben sich auch diese Realitäten verändert? Wie haben sie sich verdringlicht? Wie haben sie sich verhärtet? Und das auch immer wieder reintragen muss. Und diese Resonanz, das noch wahrzunehmen und immer wieder zu überlegen, wie können wir diese Realitäten an allen Stellen, wo es geht, im politischen System umsetzen? Das ist, glaube ich, dann das Zusammenspiel von Bewegungen und politischer Partei, was wirklich zu Veränderungen führen kann. Clara, wie denkst du eigentlich an so eine Situation wie jetzt zum Beispiel beim Bundesparteitag in Bonn, wo dann eben draußen natürlich diejenigen Aktivisten sind, die sagen, Lützi muss bleiben und das ist jetzt hier eine ganz wichtige Auseinandersetzung und wir müssen Druck machen auf diese Regierungspartei, Bündnis 90 Die Grünen. Und diskutiert ihr das eigentlich sozusagen auch? Und wenn ja, wie auch, wie das eigentlich im Verhältnis steht, der Aktivismus, die Veränderung, Druck auf der Straße und den Einfluss, den man darüber eben hat und die Rolle, die das im politischen Kontext und mit Blick auf Regierungen, Institutionen, Parteien hat? Boah, also kontroverses Ding wahrscheinlich für Menschen, die irgendwie lange bei den Grünen sind, aber das, was gerade passiert, wird bei uns sehr, sehr kritisch gesehen. Das ist dass Lützerath abgebaggert werden soll, dass wir LNG-Terminals bauen, die langfristig bestehen sollen. Heute kam die Meldung, wir kriegen jetzt Gas aus Katar ab 2026. Das hat nichts mehr mit akuter Krisenbekämpfung zu tun, sondern das, was wir gerade erleben, sind neue langfristige fossile Lock-ins. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, Fridays for Future steht, wie du eben gesagt hast, für die Realitäten der Klimakrise. Und wir messen nicht daran, wie grün oder weniger grün eine Bundesregierung ist. Wir messen daran, was passieren muss und was so schnell wie möglich passieren sollte. Und dafür stehen wir auf der Straße, dafür üben wir den Druck aus. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle auch gesellschaftlich eine Verbindung zwischen Fridays for Future und den Grünen, weil viele Menschen, die sich nicht so viel damit auseinandersetzen, irgendwie die ganzen Ökos in einen Topf werfen. Und ich glaube, da ist es schon auch sehr wichtig zu differenzieren, weil das, was wir gerade in Lützerath erleben, das ist ein absoluter Skandal. Die Grüne Partei wird wahrscheinlich mit dafür verantwortlich sein, dass im Frühjahr die Polizei mit Großaufgebot dieses Dorf räumen wird, dafür, dass Menschen dort für unsere fundamentalsten Lebensgrundlagen kämpfen. Und unter anderem ist, also das Szenario kann ja sehr gut passieren, dass zum Beispiel grüne Jugendmenschen vor Ort von der Polizei geräumt werden, die durch die Grünen eben dieses Räumungsaufgebot mit zu verantworten hat. Und das sind einfach Dimensionen. Ist mir übrigens beim Kassel-Transport auch passiert. Genau, aber also, das sind einfach Dimensionen, die muss man sich mal klar machen. Das ist völlig absurd. Das, was passiert ist, dass diese Angst vor dem großen Blink-Warnwort Versorgungssicherheit Menschen total dazu verleitet, jetzt ganz, ganz schnell Entscheidungen zu treffen. Und zwar fossile Entscheidungen, weil das ist das, was wir kennen, das ist das, woran wir gewöhnt sind. Und darin sehe ich eine sehr große Gefahr, die auch ja, eine Realität der Grünen mittlerweile ist, leider. Und das ist etwas, wovon wir uns als Klimabewegung ganz klar distanzieren, weil wir sagen, wir dürfen keine neuen fossilen Energieträger mehr erschließen. Wir dürfen keine neue fossile Infrastruktur bauen. Dafür haben wir nicht die Zeit. Wir haben, wie du eben gesagt hast bei meiner Vorstellung, am 23.09. im letzten globalen Klimastreik 100 Milliarden Euro Sondervermögen gefordert, um eben konkret über diesen und den nächsten Winter rüberzukommen, aber eben wegzukommen von diesen langfristigen fossilen Energien. Weil die sind die stärksten Treiber der Klimakrise und da müssen wir ganz dringend raus. Genau, und jetzt habe ich genug geredet. An der Stelle. Ich finde ehrlich gesagt, du hast noch nicht gut geredet, hast du aber nicht genug geredet. Deswegen frage ich dich noch mal eine Frage an der Stelle. Und zwar, auf der anderen Seite besteht ja die Gefahr, dass es möglicherweise an irgendeinem Punkt
zu einem massiven Backlash kommt und sozusagen diese große Bag von Ökos einfach klein gehauen wird und man sagt irgendwie, ihr wollt einfach nur, dass hier das Licht ausgeht. Das ist ja auch das, sag ich mal, dieses Narrativ, das jetzt erzählt wird, ja, und man sagt, die haben sowieso von Wirtschaft keine Ahnung und alles wird sozusagen den Bach runtergehen und überhaupt die Menschen, die werden sozusagen jetzt nur noch genötigt von diesen Klimaklebern, sozusagen in Anführungszeichen, ja, und sprecht ihr auch darüber und wenn du sagst Differenzierung, differenziert man auch die Frage, wie weit der Aktivismus hilfreich ist und welche Rollen eigentlich in welchem Schwerpunkt notwendig sind? Klar, also so, natürlich, wir sprechen sehr, sehr viel über all diese Dinge, aber ich glaube, wir lassen uns halt nicht blenden von dem Versuch oder der Idee, fast schon der Ideologie, dass man die Menschen, also dass die Menschen nicht hinter einem stehen würden. Weil ich glaube, das, was das große Problem an der Stelle ist, ist, wie man über die Klimakrise spricht. Wie wir die letzten Jahre und Jahrzehnte über die Klimakrise gesprochen haben. Ja, da war jetzt die Grüne Partei nicht immer mit in der Regierung. Da kann man jetzt auch so ein bisschen auf andere AkteurInnen vielleicht mitschauen. Und gleichzeitig erlebe ich nicht, dass die Klimakrise auch nicht von der Grünen Partei so angegangen wird, wie eine ernstzunehmende Krise angegangen werden muss. Ich erlebe nicht, dass sich Menschen hinstellen und zum Beispiel wie bei der Corona-Pandemie irgendwie vor der Tagesschau eine Ansprache halten, sagen, hey Leute, es ist wirklich dringend und wir kriegen das hin. Aber zu der Realität und zu der Wahrheit gehört auch, so wie wir jetzt leben, können wir nicht weitermachen. Wir müssen Dinge verändern. Und das ist, glaube ich, auch einer der Knackpunkte, vor denen auch die Grüne Partei oder ihr als Abgeordnete irgendwie großen Respekt habt, da auch eine Angst vor habt, weil das einfach fundamentale Veränderungen sind. Aber ich sehe den Sinn darin nicht, den Menschen die Wahrheit vorzuenthalten und ihnen nicht mit den Realitäten nahezulegen, was jetzt sein muss. Und das geht ja nicht unbedingt, also so langfristig fossile Energieträger zu nutzen, hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, wie man Mehrheiten behält oder verliert. Wenn wir langfristig radikalst in erneuerbare Energien setzen, dann sind das Möglichkeiten, auch BürgerInnen zu beteiligen, BürgerInnen an den Profiten teilhaben zu lassen, zum Beispiel mit BürgerInnen-Windparks und so weiter. Also ich habe das Gefühl, wir müssen sehr genau hingucken, worüber sprechen wir eigentlich gerade, über welche Mehrheiten sprechen wir und haben wir nicht einen größeren Rückhalt in der Bevölkerung, als wir vielleicht im ersten Moment denken, wenn wir die Lage so erklären, wie sie wirklich ist und nicht uns selbst was in die Tasche lügen. Lukas, jetzt hören wir das so in der aktuellen Auseinandersetzung und ich kann mir gut vorstellen, dass das damals in den Auseinandersetzungen ähnliche Spannungen, später gab es das ja auch, immer wieder gegeben hat. Und ich frage mich bei dem, was du jetzt auch nochmal über Petra erzählt hast, inwiefern ihr das eigentlich diskutiert habt, weil Aktivismus natürlich erstmal in der ersten Linie Druck aufbaut und Aufmerksamkeit schafft, aber natürlich die Entscheidungen noch nicht getroffen sind damit. Die Veränderung noch nicht hundertprozentig damit erreicht ist, sondern da ist noch ein zweiter Teil, der kommen muss. Wie habt ihr das dann diskutiert, als wenn ihr an dem Punkt gekommen seid, okay, was machen wir für eine Aktion? Habt ihr dann auch darüber diskutiert, okay, was folgt daraus? Wie wird das zu realer Politik oder Entscheidungen? Oder wie ist diese Diskussion gelaufen? Also, um da nochmal Bezug zu nehmen auf Petra Kelly, diesen Antrag, den ich vorgelesen habe, den sie damals geschrieben hat an Spinelli, da ist ja ein wesentlicher Satz, dass sie sagt, diese Fragen von Wachstum und für wen, die müssen in ganz Europa von den Menschen diskutiert werden. Diese Arbeit stand auch im Zusammenhang mit der Frage, wie ist eigentlich das Verhältnis der Europäischen Gemeinschaft zu den Ländern Afrikas? Was bedeutet Entwicklungspolitik? Was haben sie davon? Das waren ja die Fragen damals genauso wie heute. Und insofern finde ich,
Wir sind in der, wie soll ich das sagen, in der, eigentlich in einer fürchterlichen Situation, weil wir uns auch als Grüne nicht darauf zurückziehen können, zu sagen, mein Gott, die Bundesregierung hat das in den letzten 15, 20 Jahren vergeicht. Und die Regierung Merkel hat nicht das und das gemacht, was sie hätte tun sollen, außenpolitisch, energiepolitisch und so weiter. Das ist alles richtig. Aber was nützt uns das? Es nützt uns überhaupt nichts. Und deshalb finde ich das erste Gebot heute für eine Politik, die nicht nur im Aktuellen wirkt und nicht nur reagiert und sich nicht nur konzentriert auf Twitter, die muss sich insofern auf das Wirkliche konzentrieren, dass sie der Bevölkerung und auch sich selbst zumutet, auszusprechen, was der Fall ist, in welchen Zwängen wir heute sind. Und das ist, deshalb regt mich das auch so auf, dass so wahnsinnig viel Energie vergossen wird in der politischen Auseinandersetzung und auch in den sozialen Medien. Also zum Beispiel diese Diskussion, wie werden jetzt die Leute von der letzten Generation bestraft? Ich finde das unmöglich. Ich finde auch die Reaktion unserer Abgeordneten dazu unmöglich zum Teil. Diese Leute brauchen Schutz. Die brauchen unseren Schutz. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, was ihr da macht, ist legal oder illegal. Das ist, wir sind nicht die Richter und nicht der Ersatz für Gerichte. Aber diese Leute setzen sich existenziell für etwas ein und deshalb brauchen sie unseren Schutz. Und mein Wunsch und ich glaube auch die Notwendigkeit an die Politik, ich finde, dass die Bevölkerung jeden Tag unterschätzt wird. Jeden Tag völlig unterschätzt wird. Die Menschen spüren, dass unsere Art zu leben so nicht weitergehen kann. Sie spüren, ich lebe jetzt seit 6 Jahren in Brandenburg. Heute mit Bauern in Brandenburg zu sprechen über die Auswirkungen der Trockenheit, ist etwas anderes als vor 6 Jahren. Die Wirklichkeit kommt bei den Menschen doch an. Also kann man ihnen doch auch zumuten, sie einzubeziehen in Lösungen. Und das vermisse ich. Also ich erwarte es an dem Punkt nicht aus dem Kanzleramt, weil man muss es ja auch können, aber ich erwarte es, ich meine das gar nicht zynisch, sondern einfach, man muss es ja wirklich auch können. Also man muss ja auch eine kommunikative Gabe haben. Und wir haben in der Beziehung, was Kommunikation angeht, wirklich Kapazitäten, sowohl in der Partei als auch im Bundeskabinett jetzt. Und dieses Potenzial, das wäre meine Bitte, stärker auszuschöpfen, stärker zu nutzen und sich nicht ängstlich zu verhalten vor Schlagzeilen in der Bild-Zeitung beziehungsweise vor der AfD. Also das ist schon, man muss auch, Werner Schulz, der jetzt vor 2 Wochen verstorben ist leider, der hat mal gesagt, in der DDR brauchte ich Mut. Aber als dann die Mauer auf war, da brauchte ich keinen Mut mehr. Da brauchte ich nur noch eine Haltung. Und ich finde, diese Haltung, die geht uns manchmal ein bisschen verloren. Auch in der Klarheit der Kommunikation, den eigenen Leuten gegenüber, der Bevölkerung gegenüber, aber auch dem Koalitionspartner gegenüber. Und wenn, bezogen auf das, was du gesagt hast, also es ist doch, ich meine, was die letzte Generation an 2 Forderungen jetzt stellt, das ist ja so, es ist ja realisierbar. Was ich uns vorwerfe, ist, dass wir es in 40 Jahren nicht geschafft haben, diese von Petra Kelly geforderte Öffentlichkeit herzustellen, also Mehrheiten zu organisieren. Das ist ja nicht nur. Früher haben viele bei uns gesagt, nach einem Wahlabend, naja, die Leute haben uns nicht gewählt, also sind sie selber schuld. Wir hätten es ja besser gemacht. Das ist dumm. Darum geht es nicht. Es ist unsere Verantwortung, Menschen anzusprechen, Menschen zu überzeugen, Menschen zu gewinnen. Und da sind wir leider nicht erfolgreich genug gewesen.
Aber wir sind besser geworden, das muss man, glaube ich, schon sagen. Und das hat dazu beigetragen, zumindest, dass sich deutlich mehr Leute heutzutage vorstellen können, eine meines Erachtens durchaus noch sehr scharfe politische Positionierung der Grünen zu unterstützen bei den Wahlen. Das hat sich verändert. Und Ricarda, du bist ja Parteivorsitzende und jetzt nicht Vertreterin der Bundesregierung hier. Und insofern an dich die Frage: Wie können wir als Partei das einlösen, was Lukas hier einfordert? Und wie kann man diese Wege heute finden, die sicherlich sich auch noch mal ein bisschen verändert haben? Du hast Twitter genannt, Lukas. Also die Frage digitaler Öffentlichkeiten spielt eben eine große Rolle heutzutage. Ne? Eine größere als vorher, wo Fernsehen eine größere Rolle. Niemand guckt heute mehr Fernsehen in der jungen Generation. Also Ricarda, wo siehst du da die Anknüpfungspunkte, genau das vielleicht auch einzulösen? Vielleicht in einem Punkt zu starten. Ich glaube, Barbara hat es gerade so reingemurmelt, während Lukas geredet hat. Manchmal die Vorstellung von, die Leute haben es aber nicht verstanden. Also wir haben sozusagen die Wahrheit als Grüne und die Leute müssen nur klug genug sein, uns zu verstehen. Und wenn sie es nicht sind, dann liegt das am Manko der Bevölkerung. Und ich glaube, das hinter sich zu lassen, das war schon mal ein grüner Fortschritt. Diese etwas ja sozusagen getrennte Haltung zur Gesellschaft, die übrigens, glaube ich, auch so wie ich das, was alles Wirken von Petra Kelly verstehe, sie nie hatte. Also sondern immer ja den Ansatz, auch die Bevölkerung zu überzeugen, die Menschen abzuholen. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, Mehrheiten sind ja nichts Statisches. Das klingt ja manchmal so, wenn wir darüber reden, gibt es die Mehrheiten oder gibt es sie nicht. Ich glaube, es gibt eine große Mehrheit, die sagen würde, radikalerer, klarerer Klimaschutz. Ganz offensichtlich, sieht man auch in verschiedenen Umfragen. Wenn die dann gefragt werden, Versorgungssicherheit, machen sie sich Sorgen? Dann würde wahrscheinlich auch wiederum eine große Mehrheit ja sagen. Wenn man dann fragen würde, was bedeutet das für die Atomkraft, waren plötzlich große Mehrheiten dafür, was ich mir so niemals hätte vorstellen können, was wir da plötzlich für gesellschaftliche Realitäten hatten. Das heißt, Mehrheiten sind nichts, was einfach einmal da ist oder einmal geschaffen wird, sondern immer wieder was, was neu erkämpft werden muss und vor allem, wo Orientierung gegeben werden muss, wo verstanden werden muss, was bedeutet es zum Beispiel, wenn ich für radikal Klimaschutz bin. Und ich glaube, was wir da gerade erleben, und das sehe ich auch eine Aufgabe von uns als Partei, du hast es gesagt, die Partei ist nicht die Regierung, und ich glaube übrigens, dass es gut ist bei uns Grünen, dass wir uns das beibehalten haben, dass unsere Partei nicht von Regierungsmitgliedern geleitet wird, sondern dass eine Partei auch nochmal eine andere Aufgabe, eine andere Rolle einnehmen kann. Das ist ja im Endeffekt, dass wir uns, finde ich, ein bisschen in einer Deutungsschlacht befinden, was bedeutet eigentlich Zeitenwende? Denn auf der einen Seite, du hast es vorher gesagt, die fossile Zeit ist ja so offensichtlich vorbei. Also zumindest die Zeit, wo fossile Energieträger billig waren, wo man sagen konnte, wir bekommen billiges russisches Gas. Jetzt wissen wir alle, dass dieses russische Gas niemals billig war, dass schon immer Menschen den Preis dafür gezahlt haben und dass gerade den blutigsten Preis dafür die Menschen der Ukraine bezahlen. Und gleichzeitig ist diese Lüge, Illusion, wie man es nennen mag, lange für viele Menschen hier in Deutschland aufgegangen. Und jetzt erleben wir was, wo durch diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sich viele dieser Illusionen in Luft auflösen und eigentlich so offensichtlich ist, wie schnell die Veränderungen kommen müssen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, ein anderes Verständnis auch von Weltpolitik, das nicht mehr auf Wandel durch Handel beruht, was ja lange Zeit eigentlich überhaupt nichts mit Wandel zu tun hatte, sondern Handel und Handel war. Und gleichzeitig erleben wir, wie auch unter diesem Deckmantel auch der Zeitenwende sowas propagiert wird, wie, ich würde mal sagen, die Restauration einer schon längst verlorenen Normalität. Denn während eigentlich die Offensichtlichkeiten der Veränderungsnotwendigkeit so dringlich sind oder auch so klar sind, wird jetzt plötzlich als Zeitenwende gesagt, naja, sehen wir, man müsste eigentlich TTIP machen. Und man hätte eigentlich schon viel länger auf eine Form von, jetzt müssen wir mit China zusammenarbeiten und jetzt müssen wir zurück zur Atomkraft, jetzt müssen wir zurück, am besten den Kohleausstieg nochmal verschieben. Das heißt, es wird auch gleichzeitig ein Gefühl gegeben von, die Veränderungen, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, und die Grünen haben was verändert in diesem Land, übrigens auch aus der Opposition heraus, auch die Generation von Petra Kelly hat Veränderungen dieser Gesellschaft angestoßen, das war eigentlich zu weit und wir müssen wieder zurück zur Normalität, denn nur so können wir bestehen in der harten Realität, in der geopolitischen Situation gegen Russland, gegen China, da bestehen wir nur, wenn wir hart sind, und hart heißt dann, ich würde mal sagen, gesellschaftlich regressiv und wirtschaftspolitisch eigentlich naiv, indem man wieder auf die Fossilen setzt. Und ich glaube, in dieser Auseinandersetzung als Grüne zu zeigen,
dass diese Restauration der Normalität einmal nicht wünschenswert ist, aber dass sie auch vollkommen unmöglich ist. Denn diese Normalität, zu der man vermeintlich zurückkehren will, die in dieser Geschichte ja mit Sicherheit assoziiert wird, also damals waren wir noch sicherer, wenn wir militärisch härter sind, wenn wir mehr wirtschaftlich, dann robuster wird das genannt, obwohl es eigentlich nicht robust ist. Dieser Zustand, diese fossile Normalität, die wir damals erlebt haben, die hat ja zur jetzigen Situation geführt. Die trägt ja selbst die Veränderung, aber nicht die Veränderung im Zukunftssinne, also im positiven Sinne, sondern die Veränderung der Zerstörung in sich. Also die Klimakrise ist die größte Veränderung, die wir uns als Gesellschaft vorstellen können. Diesen Krieg, den wir jetzt erleben. Wir werden immer wieder Kriege, immer wieder Konflikte erleben, wenn wir uns abhängig machen von autoritären Regimen und ihren fossilen Energien. Das heißt, dieser Zustand ist eigentlich nichts anderes als eine Veränderung ohne Kontrolle, als sozusagen der Rückkehr zu vermeintlichen, ja, auch ein Chaos in sich tragend. Und ich glaube deshalb, wir haben so ein Grundsatzprogramm, diesen Titel gehabt mit Veränderung schafft Halt. Und das klang oft super sperrig und auch ein bisschen abgedroschen, muss man glaube ich sagen, für manche Leute. Aber dieser Grundgedanke, das jetzt aufzuzeigen, dass die Normalität des fossilen Zeitalters, die kommt nicht wieder. Die ist vorbei und die ist auch kein erstrebenswerter Zustand, denn sie selbst trägt die Veränderung in sich und wir entscheiden aber darüber, ob wir Veränderungen dieser Zeit gestalten oder ob wir sie ertragen, ob wir aktiv sind oder passive Zuschauer. Ich glaube, das ist die Orientierungsrolle, die grüne Politik in der Regierung, aber vor allem auch in der Partei in dieser Zeit geben muss. Klingt viel wie nochmal das, was auch rüberkam, das Wahrnehmen der Wirklichkeit, die sozusagen uns manchmal voraus ist, wie Lukas das eben auch nochmal beschrieb. Lukas, ich habe bei dem Empfang der Bundestagsfraktion auch ein Gespräch mit Werner Schulz noch geführt und das ging in eine ähnliche Richtung, nämlich diese Frage, weil ich mit Blick auf die Klimabewegung auch mich gefragt habe, was ist, wenn die Leute so unglaublich auch manchmal ja erschöpft sind, das den Leuten beizubringen und das Gefühl haben, so, die nehmen es nicht wahr, die Realität, die Wirklichkeit. Ja, das ist, man rennt dagegen an. Und er hat dann auch erzählt, wie das halt sozusagen war vor dem Mauerfall und nicht nur in der DDR, sondern auch in Osteuropa, die Menschen einfach das Gefühl hatten, da wird sich eh nichts ändern. Die wussten, es wird sich nichts ändern und trotzdem haben sie sich sozusagen dafür eingesetzt. Also so, mal so ganz simpel gesagt, ja. Und natürlich haben sie schon daran geglaubt, aber es war so unglaublich unwahrscheinlich, dass sich was ändern würde. Und so empfinde ich das eben, das finde ich sehr beeindruckend, dass sie es trotzdem so intensiv verfolgt haben, aber ich empfinde es eben manchmal jetzt auch so und glaube, dass vielleicht nicht die jungen Leute, die sehr engagiert dabei sind und viel Hoffnung auch haben, sondern eben auch viele in der Gesellschaft vielleicht manchmal das Gefühl haben, boah, das schaffen wir eh nicht. So, und du sagst, diesen Mut zu haben, diese Wirklichkeit zu vermitteln, zu denken, zu leben, sich dafür einzusetzen, das ist ja ein entscheidender Punkt. Wie kann man diesen Mut vielleicht in so einer Situation wie auch jetzt, wenn man auch wirklich von vorne angegriffen wird, ja, also ich meine, Merz schaltet jetzt auf den Komplettpopulismus gegen die Grünen und gegen alle, die da draußen sind, ja, will die Klimaleute am besten gleich komplett ohne Urteil wegsperren und so. Wie kann man an der Stelle eigentlich diesen Mut und diese Zuversicht beibehalten? Das ist ja eine Sache, die hat euch sicherlich damals auch schon häufig getroffen und um vielleicht das noch zu ergänzen, ist vielleicht auch so ein Punkt, der mir manchmal so begegnet ist bei dem Umgang mit Petra Kelly. Was macht das eigentlich auch mit einer Person, wenn man manchmal vielleicht auch so auf weiter Flur Leute erstmal überzeugen muss? Das ist ja auch anstrengend. Ich war ja in Irland, um den Spuren Heinrich Bölls zu folgen, habe da John Gormley getroffen, ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich noch, glaube ich, ehemaliger grüner Vorsitzender da. Der hat mir ein Foto geschickt von Petra Kelly und ihm. Petra Kelly war da in Irland, war glaube ich auch kurz vor ihrem Tod und mit Gerd Bastian und er meinte, sie war schon echt extrem fertig manchmal auch, weil sie sich extrem aufgerieben hat. Und das ist jetzt vielleicht mal ein Blick nochmal in eine ganz andere Richtung, aber wie bewahrt man eigentlich dabei die Kraft und den Mut, wenn man sich so aufreibt auch? Ich glaube vor allen Dingen dadurch, dass man bei sich bleibt, also in der Wirklichkeit bleibt. Ich glaube, dass man, dass die Politik sich verabschieden muss von einem Politikverständnis, was eigentlich keine Politik mehr ist, sondern wo sich sehr vieles um sich selbst dreht. Also die Diskussionen,
Also wenn du sagst ja, Twitter spielt heute eine wichtige Rolle, so wie früher heute und Tagesschau und heute Nachrichten und so. Das stimmt ja auch, aber es liegt schon ein Problem darin, dass die Politikerinnen und Politiker über Social Media ja ihre eigenen Medienorgane werden. Und das ist qualitativ ein ganz großer Unterschied. Also es wird ja nicht mehr, sozusagen, sie machen sich ja selbst zur Botschaft und konkurrieren damit vielen anderen. Ich habe manchmal die, sozusagen kommt mir der Gedanke, wenn alle, die jetzt jeden Tag ihre Botschaften in Twitter reinhauen, wenn die für jeden Tweet einen einzigen Buchstaben investieren würden, für ein Gesetz, um es vielleicht abzuschaffen, weil sie eins entdeckt haben, was überflüssig ist, oder einen Buchstaben als Teil eines neuen Gesetzes, um neu zu schaffen, dann wären wir in vielen Punkten viel wichtiger und würden uns lösen von der Denke, dass sich Öffentlichkeit mehr und mehr abkoppelt von der Wirklichkeit. Es entsteht in der Öffentlichkeit ein eigenes Karussell, eine eigene Blase von Wirklichkeit, die es so nicht gibt. Und das Beispiel mit der Mauer, wenn damals, wenn der Schabowski 5 Jahre vorher diesen Zettel aus der Tasche gezogen hätte und gesagt hätte, ja, ich glaube jetzt sofort, das hätte gar nichts bewirkt. Das hätte nicht dazu geführt, dass die Menschen zu Tausenden dann zur Mauer wandern, sondern das Beispiel zeigt doch, dass im Grunde genommen die Wirklichkeit der Wahrnehmung, der politischen Kommunikation bis hinein, trotz aller Geheimdienste, bis Helmut Kohl, der da in Polen rumreist und von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, wie weit der Konflikt eigentlich schon sozusagen sich zugespitzt hat in Ost-Berlin. Und dieses finde ich eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wie aufmerksam man sein muss, aber auch kann, um Wirklichkeit wahrzunehmen. Und diese Wahrnehmungsorgane, die sollten wir in der Politik stärker ausbilden. Und wenn dafür Social Media hilfreich ist, finde ich es toll. Überall dort, wo Social Media den Zugang zur Wirklichkeit erschwert oder aber verstellt, sollten wir dieses Medium leicht zurückschrauben. Dazu würde ich aber gerne noch mal was sagen, weil das sehe ich in Teilen wirklich anders. Für mich klingt da ein bisschen was durch und ich weiß nicht, ob du es so gemeint hast, aber es ist ein Vorteil, dem ich häufiger begegnet bin. Das heißt, vielleicht höre ich das auch manchmal raus aus Dingen. Und das ist so die Vorstellung, es gibt jetzt die jungen Politikerinnen, die hängen nur noch auf Twitter rum und die machen keine Politik mehr. Und ich glaube nicht, dass weil Leute soziale Medien nutzen, ne, sie dadurch weniger zum Beispiel im Gesetzgebungsprozess waren, weniger dort eine Rolle spielen. Und ich glaube aber auch nicht, dass das wünschenswert wäre, zu sagen, wir fokussieren uns alle darauf und lassen diesen Raum, geben den eigentlich auf, sozusagen überlassen den damit ja auch ganz konkret anderen Leuten. Denn es gibt unglaublich schädliche Tendenzen in sozialen Medien. Und ich kenne die selbst, ich kenne das auch von mir. Zum Beispiel Twitter hat immer die Tendenz zur Verkürzung und hat immer die Tendenz zur emotionalen Erregung, was natürlich genau diesen Effekt hat, den du beschreibst, der ja immer auch ein leichtes Abwenden von der Wirklichkeit ist, sich in diese Schlacht zu begeben, wo Politik mehr die, ja, die kürzeste, die schärfste, die härteste Pointe ist. Also ich kenne das bei mir manchmal, man sitzt davor, man schreibt einen Tweet und ich weiß in dem Moment, wenn ich diese 5 Wörter anders schreiben würde, ein bisschen verletzender, ein bisschen persönlicher, vielleicht auch ein bisschen weniger an der Wahrheit dran, dann wäre der 20-mal erfolgreicher. Und die Tendenz, das zu tun, und ich glaube, es muss ein sehr aktives, sich dem entgegenstellend sein, das nicht zu tun. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass soziale Medien auch ein Momentum sein können, wie wir zum Beispiel in Parteien oder auch im politischen Betrieb bestimmte Hierarchien, die ja die Grünen, von denen die Grünen nicht fern sind. Wir haben uns ja auch entwickelt in 40 Jahren Parteigeschichte. Und ich glaube, wir haben uns auch dazu entwickelt, dass es die Hierarchien auch in unserer Partei gibt. Wer wird eigentlich gehört? Wer kann mitreden? Ne? Dass das unglaublich formalisiert ist. Und das ist etwas, was in Teilen durch soziale Medien aufgebrochen wird. Dass Menschen eine Stimme bekommen, die sonst nicht gehört wurden.
dass Menschen eine Stimme bekommen, die vielleicht nicht Parteivorsitzende sind oder die nicht Kabinettsmitglied sind. Und das hat auch politische Bewegungen, politische Parteien verändert. Und ich bin davon überzeugt, dass es die Fridays und jede Bewegung hat ihre eigene Geschichte, dass die Klimabewegung auch auf internationalem Level heute nicht in der Art und Weise gegeben hätte, wenn nicht auch junge Menschen diese Unmittelbarkeit der sozialen Medien, dass ich nicht vermittelt werde über eine bestimmte Institution, dass ich nicht vermittelt werde über ein bestimmtes Amt, dass ich auch nicht vermittelt werde über eine bestimmte Machtposition, die mir von anderen zugestanden wird, sondern dass ich unglaublich unmittelbar an eine Lebensrealität, an eine emotionale Realität von Menschen anknüpfen kann. Und ich glaube deshalb, dass die sozialen Medien können ein Momentum auch der Demokratisierung unserer Gesellschaft sein. Sie sind es gerade an vielen, vielen Stellen nicht. Aber das sollte die Debatte sein, die wir führen. Wie machen wir sie dazu? Wie nutzen wir sie dafür? Es könnte unterm Strich ja genau das befördern, was sozusagen der Impuls war, diese soziale Öffentlichkeit europäisch, diese Debattenöffentlichkeit zu schaffen. Als ich Praktikum mal im Europäischen Parlament gemacht habe, standen da noch Faxgeräte bei Hiltrud Breyer damals. Und das waren wahrscheinlich die Geräte, über die sozusagen in der Zeit, als Petra Kelly da war, die Kommunikation hauptsächlich zu Gesetzesvorschlägen und so lief. Heute läuft das ganz anders. Und deswegen die Frage vielleicht auch an Clara, die das sozusagen für sich als Lebensrealität natürlich jetzt mit Fridays for Future entdeckt hat. Ihr habt euch organisiert über WhatsApp. Und natürlich spielt Social Media bei euch eine extrem wichtige Rolle. Wie begreift ihr eigentlich diese Problematik der Social-Media-Kommunikation, der Zuspitzung und der Frage, wie erreicht man eigentlich Menschen noch tatsächlich mit ordentlicher Aufklärung im Sinne eines Lukas Beckmann? Erreicht man die eigentlich mit so kurzen Botschaften? Erstmal große Zustimmung zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, Social Media gibt vielen Menschen ein Sprachrohr, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, sich zu äußern. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist in unserer aktuellen Zeit, auch um eben Strukturen aufzubrechen und Menschen die Möglichkeit zu geben, wirklich wichtige Botschaften zu platzieren. Natürlich wird es häufig missbraucht. Man muss sich nur anschauen, wie das zum Beispiel den Wahlkampf in den USA beeinflusst hat. Es gibt viele Beispiele, die uns zeigen, dass Social Media auch fatale Seiten hat. Aber ich glaube, die große Stärke, die wir darin sehen, ist, dass man die Möglichkeit hat, immer wieder Menschen zu erreichen und auch emotional zu erreichen, vielleicht an Punkten zu erreichen, wo die Politik sonst Menschen nicht erreicht, weil eben das Ganze sehr weit weg ist. Wir leben jetzt vielleicht, also ein Großteil von uns ist jetzt vielleicht gerade irgendwie in Berlin die meiste Zeit und lebt hier und hat den Arbeitsalltag oder den Lebensalltag hier. Aber viele Menschen in Deutschland haben das nicht. Und für viele Menschen in Deutschland ist diese Realität sehr weit weg. Und ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, durch Social Media das Ganze nahbarer und verständlicher zu machen. Ich würde dir aber trotzdem zustimmen, dass wir darüber sprechen müssen, wie wir die Dinge regulieren können. Und es geht natürlich mit einer hohen Eigenverantwortung einher, dass Menschen eben differenziert betrachten müssen, okay, was sind vielleicht gerade meine Emotionen und wie können die jetzt auch missbraucht werden? Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Trotzdem bin ich sehr dagegen, soziale Medien im Vornherein irgendwie als etwas Negatives abzustempeln, weil da auch ein sehr großes Potenzial drin liegt. Ich möchte noch einmal darauf eingehen, was du vorhin erwähnt hast, dass die Grünen so einen großen Erfolg hatten in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wie viel Fridays for Future dazu beigetragen hat. Umso mehr bricht es mir das Herz zu erleben, wie weit mittlerweile die Ansichten und Realitäten auseinandergehen. Und ich glaube, es ist total illusorisch zu behaupten, dass das nicht so wäre. Und wir können gerne auch gleich nochmal über die Inhalte da sprechen. Aber ich finde, es gehört genauso dazu, zu sagen, okay, die Grünen sind jetzt im Parlament und auch nicht mit allzu wenig Stimmen im Parlament, wie die Tatsache, dass wir am Wochenende, am Freitag vor dem Wahlwochenende 100.000 Menschen auf die Straße mobilisiert haben. Dass wir
ein, zwei Jahre vorher 1,4 Millionen Menschen auf die Straße mobilisiert haben und dass wir genau diesen Anspruch haben, die Kommunikation, die Realitäten zu kommunizieren. Die Tatsache, dass die Klimakrise jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass Fridays for Future als Mitte der Gesellschaft gesehen wird und die Klimakleber die Radikalen sind, das hat nicht damit zu tun, dass wir uns an die Gesellschaft angepasst haben, sondern dass wir den Diskurs so weit verschoben haben, dass die Mitte der Gesellschaft mittlerweile bei unseren Forderungen ist. Und deswegen finde ich es auch fatal und schwierig zu sagen, die Mehrheiten wären nicht da, weil wenn man sie richtig einfädelt und wenn man genau an den richtigen Punkten drückt und sagt, Leute, hier müssen wir jetzt mit einer absoluten Radikalität und Dringlichkeit verändern und an dieser Stelle können wir es vielleicht anders handhaben. Das darf nicht aus den Augen verloren werden und da darf auch nicht der Zusammenhang zwischen Fridays for Future oder Klimagerechtigkeitsbewegung und der Grünen Partei irgendwie gesehen werden. Genau. Ricarda direkt und Lukas gerne. Also die Kernfrage ist für mich nicht, sind Social Media gut oder schlecht? Auch ich möchte darauf nicht verzichten. Auch mir ist klar, dass darüber viele Menschen erreicht werden können und auch viele Menschen gehört werden können. Die Kernfrage für mich ist, was ist unsere Aufgabe und wie werden wir diesen Aufgaben gerecht? Und inwieweit sind da die Kommunikationskanäle, der wir uns bedienen, hilfreich und sinnvoll? Und da komme ich, ich will das mal als Beispiel sagen, dass wir uns das wegen Social Media und der enormen Dimension der Erreichbarkeit vielleicht manchmal einen Tick zu einfach machen. Und zwar am Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir leben als Deutschland seit Jahrzehnten als Insel in einem Europa, wo rund um uns herum überall Kilometerbegrenzungen da sind. Auch in den USA und vielen anderen Ländern. Völlig selbstverständlich. Bei uns nicht. Es gab den Versuch im Rahmen dieser Regierung, das zu ändern. Im Koalitionsvertrag war es nicht durchsetzbar, wie man dann sagt. Dann gab es im Zuge der aktuellen Energiekrise nochmal einen Versuch, aber die Mehrheiten waren dafür nicht da. Das ist nicht gescheitert an fehlender Machtpräsenz in den Social Media. Die sozialen Medien waren voll davon. Es haben sich Hunderttausende, Millionen dazu geäußert. Aber was für eine Wirkungsgeschichte erzeugt das? Und an dem Punkt, meine ich, machen wir uns das zum Teil zu einfach. Ich fände es richtig, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Die Grünen hätten als Partei die Verantwortung zu sagen, da machen wir jetzt gesellschaftlich Druck. Und zwar nicht nur über Social Media, sondern wir fordern alle Orts- und Kreisverbände auf, zu diesem Thema ganz fokussiert Veranstaltungen zu machen. Mit den Leuten vor Ort, mit den Abgeordneten vor Ort, mit den kommunalen Vertretungen, den Landtagsabgeordneten und den Bundestagsabgeordneten, um einfach die physische Präsenz dieses Themas, dieser Präsenz, dieser eine andere Qualität zu geben. Und ich bin, natürlich haben wir uns in den letzten 2 Jahren auch alle daran gewöhnt, dass es wunderbar energiesparend ist und zeitsparend ist, über Online-Konferenzen uns auszutauschen. Man muss ja auch dazu sagen, dass da eine Pandemie war, die das ein bisschen erschwert hat da draußen. Aber ja. Bitte? Man muss ja auch dazu sagen, dass in den letzten Jahren ja auch durchaus eine Pandemie war, die das reale Treffen ja auch durchaus erschwert hat. Ja, gut, aber darüber sind wir ja eigentlich hinweg. Trotzdem läuft ein Teil dieser Online-Konferenzen ja weiter. Und ich finde das ja selbst wunderbar, weil es einem viel Zeit erspart. Es gibt aber ja für uns alle, und ich glaube, Situationen, wo wir sagen, Mensch, eigentlich wäre es gut, diese Diskussion jetzt mal direkt zu führen und sich zu sehen und direkt auszutauschen. Und ich glaube, wenn man nach wie vor, dass die Präsenz von Fridays for Future mit 100.000 in Berlin etwas anderes ist, als wenn sich 1 Million dazu über Facebook, Twitter oder was auch immer äußern, weil es einfach eine andere Macht ist. Also erstmal, da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, eine Form von Online-Aktivismus kann niemals der Ersatz sein
für tatsächliche Organisierung von Menschen. Denn was, ich habe ja ganz am Anfang ein bisschen gesagt, was mich in die Politik gebracht hat oder was für mich so ein Initialmoment war, und das war dieses Momentum der Selbstwirksamkeit. Und ich glaube nicht, dass man das darüber hat, dass man einen Tweet schreibt oder dass man einen Facebook-Post macht, sondern dem Moment, wo man tatsächliche Erfahrungen macht, sich mit anderen Leuten zusammenzutun und was zu verändern. Und gleichzeitig haben wir, und ich finde das Beispiel, das du genannt hast, ist dafür ein total interessantes Beispiel, weil wir jetzt viel über Mehrheiten gesprochen haben, auch Momente, wo gesellschaftliche Mehrheiten überhaupt nicht das Problem sind, sondern vollkommen offensichtlich da sind, aber die politischen Mehrheiten in dem Sinne, von welcher Regierungskoalition haben wir und was ist in der tatsächlich am Ende umsetzbar, durchsetzbar. Denn ich bin auf jeder Veranstaltung, die ich mache, und ich bin, glaube ich, sehr viel im Land unterwegs, auch jetzt während Corona war es schwierig, jetzt wieder unglaublich viel. Ich nenne überall das Tempolimit und wir machen dazu Veranstaltungen. Und ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwo, vielleicht wenn ich jetzt mal in einen FDP-Kreisverband gehen würde, aber nicht ein großer Teil des Publikums gesagt hat, ja, wann kommt es endlich, wann machen wir es? Das heißt, das ist ja was, was online und in Präsenz da ist. Die Mehrheiten sind da längst da. Und trotzdem haben wir eine Regierungskonstellation, wo ein Partner sagt, das ist für uns die eine Identitätsfrage. Das machen wir unter gar keinen Umständen. Das heißt, da reicht ja auch der gesellschaftliche Druck nicht. Und deshalb, diese Mehrheitsfrage ist ja wirklich interessant, weil einmal fällt das nicht immer ineinander, gesellschaftliche Mehrheit und politische Mehrheit. Das heißt, wir müssen uns dann sehr gut überlegen als Grüne. Und ich finde, ehrlich gesagt, da müssen wir auch in der Regierungsrolle besser werden. Wie können wir da, wo wir gesellschaftliche Mehrheiten haben, die in machtpolitische Optionen umwandeln? Also wo können wir auch harte Karten spielen? Wo können wir sagen, sonst stehen wir vom Tisch auf und verhandeln hier nicht mehr weiter? Wo können wir, ja, wo können wir Dinge dagegen setzen, die sich nicht aufgehen? Denn wir sehen ja, dass die gesellschaftlichen Mehrheiten allein noch nicht reichen. Und das vielleicht auch zu dem Punkt, den du genannt hast. Mir ging es gar nicht darum zu sagen, die sind nicht da, sondern ich glaube, dass sie einfach nicht statisch sind. Und dass wir sehr schnell gesehen haben, in der Krise ist eine große Besinnung auf Sicherheit. Und wir leben in einer Welt, in der Sicherheit für viele Menschen verbunden wird mit Status quo, mit dem zurück in die Vergangenheit. Und wir leben gleichzeitig in einer Welt, wo das überhaupt gar nicht funktionieren kann, weil dieser Status quo keinerlei Sicherheit gibt. Der ist das Unsicherste, was wir uns vorstellen können. Die Klimakrise ist ja nichts anderes als eine riesige Sicherheitskrise. Und ich glaube, deshalb ist die Frage, ob wir es schaffen, den Menschen Sicherheitsgefühl in diesen Veränderungen zu geben. Klarzumachen, dass nur ein Ausstieg aus Fossilen, dass nur ein Ausbau der Erneuerbaren bis hin zum Tempolimit, dass nur diese Fragen tatsächliche Sicherheit schaffen können. Das ist die Aufgabe. Und ja, das würde ich auch zustimmen, da nehme ich diese Kritik auch sehr ernst. Ich glaube, wir haben uns im letzten Jahr sehr fokussiert auf die kurzfristige Sicherheit. Auf die Frage, wie bringen wir dieses Land durch den Winter, wie können wir die Leute jetzt gerade denen ein Gefühl geben von, wir bewältigen diese Krise, wir schaffen das. Und wir müssen den Blick längerfristiger machen. Wie können wir jetzt zeigen, diese kurzfristige Sicherheit ist ein Etappenstopp, aber auf der Marathonstrecke wird die Sicherheit ganz anders aussehen. Die wird nur mit dieser Veränderung funktionieren. Clara nochmal? Direkt dazu gerne. Die Sicherheit, die kurzfristige Sicherheit, von der du sprichst, die wird ja in Teilen durch die Verträge und die Investitionen, die jetzt getätigt wurden, erfüllt. Aber das, was wir erleben, ist nicht eine langfristige Sicherheit im Sinne der Klimakrise, sondern, wie ich eben erwähnt habe, 15 Jahre Gasverträge mit Katar. Das sind einfach Dinge, die können wir mit unseren sowieso viel zu niedrig gesteckten Klimazielen, auch wenn sie ambitionierter sind als das, was die Bundesregierung vorher gemacht hat, das können wir damit nicht vereinbaren. Und ich frage mich wirklich so ein bisschen, wo da die Kurzfristigkeit ist, weil die Kurzfristigkeit würde heißen, maximal die nächsten 3 bis 5 Jahre. Maximum. In der Zeit könnten wir, wenn wir richtig viel Geld in die Hand nehmen, den Ausbau der erneuerbaren Energien in einem Ausmaß ermöglichen, der nicht zu unterschätzen ist, wo wir genau diese neuen fossilen Lock-ins nicht bräuchten. Und ich weiß, es ist schwierig. Und ich weiß, es ist eine Bundesregierung aus unterschiedlichen Koalitionspartnern. Und trotzdem sehe ich nicht, dass alle Anstrengungen der Grünen gemacht werden, die zu der grünen Idee gehören und die zu der Identität dieser Partei gehören. Und es tut mir richtig weh, dass ich das nicht sehe, weil die Grünen sind eigentlich die einzige Partei, wo ich das Gefühl habe, sie vertritt meine Ideale, sie steht für meine Zukunft ein. Und das ist das Gegenteil von dem, was gerade passiert.
ich würde, wir sprechen, was den Punkt angeht, in 3 bis 5 Jahren können wir komplett unabhängig werden. Wir werden das auch ein bisschen länger brauchen, aber ich würde zustimmen, wenn ich jetzt schaue, wir bauen gerade LNG-Terminals, wir machen gerade Gasdeals, die 15 Jahre sind zu lang. Das würde ich tatsächlich zustimmen und ehrlich gesagt ist das, glaube ich, auch eine Debatte, wo wir als Partei noch mal reingehen müssen, wo wir auch innerhalb der Regierung und manchmal muss ja auch eine Partei mit den eigenen Regierungsmitgliedern den Konflikt suchen. Und das wird wahrscheinlich so ein Punkt sein, weil hier würde ich zustimmen, wenn wir jetzt Verträge machen, die fast über Jahrzehnte gehen, also wenn wir in ein paar Jahren einsteigen, wenn wir dann wieder aussteigen, dann schaffen wir neue Abhängigkeiten, vor allem schaffen wir aber eine Realität, wo wir die Klimaziele überhaupt nicht mehr einhalten können. Und vor allem, das ist jetzt vielleicht ein Punkt, ne, das eine ist, welche Verträge machen wir hier, eine große Auseinandersetzung und da werde ich auch als Grünen-Vorsitzende sehr klar kämpfen, weil du gesagt hast, ne, dass wir auch eintreten für diese Ideale, um sie umzusetzen, ist ja nicht nur die, woher beziehen wir unser Gas, sondern auch die, was machen wir eigentlich gerade weltweit. Wir hatten jetzt gerade eine Weltklimakonferenz, auf der wurde darüber verhandelt, ob wir den Fossil Fuel Phase-Out, also das Ende aller Fossilen, in den Abschlusstext bekommen. Wir haben das als Weltgemeinschaft nicht hinbekommen. Wir waren dort als Deutschland treibende Kraft, was gut war. Wir haben es auch geschafft, mit den vulnerabelsten Staaten bei Loss and Damage eine Einigung zu finden, die endlich auch China rausdrängt, aus dieser vermeintlichen Rolle für die Entwicklungsländer zu sprechen. Aber natürlich ist es auch eine Frage von deutscher Glaubwürdigkeit. Und wir können nicht dort für ein Fossil Fuel Phase-Out auftreten und gleichzeitig Gasfelder im Senegal fördern. Das heißt, das wird auch eine Auseinandersetzung innerhalb dieser Bundesregierung werden. Wenn wir jetzt Länder in Afrika in eine Situation bringen, wo sie fossile Infrastrukturen aufbauen, die wir in 10 bis 15 Jahren nicht mehr nutzen können, wenn wir es ernst meinen, unseren Klimazielen, dann ist es aus meiner Sicht nicht nur klimapolitisch unverantwortlich, das wäre auch tatsächlich entwicklungspolitisch unverantwortlich, denn wir würden sie mit einer Infrastruktur dastehen lassen, die sie am Ende auch in eine Krise stürzen wird in 10 bis 15 Jahren. Das heißt, das sind tatsächlich Auseinandersetzungen, die es auch noch in dieser Regierung zu führen gibt. So, kann ich noch eine Rückfrage stellen? Oder lieber nicht? Ich würde dich bitten, Clara, weil es ist total super, dass ihr in die Diskussion eingestiegen seid, dass ihr vielleicht diese Diskussion gleich direkt fortsetzt, wenn wir hier durch sind. Aber vieles liegt in dem Thema Selbstwirklichkeit und das haben wir hier jetzt auch ein Stück weit nochmal herausgearbeitet und auch gelebt, dass die da ist und dass das meines Erachtens, was Petra Kelly uns vor allen Dingen hier vielleicht auch mitgibt, die Wahrnehmung für die Wirklichkeit sozusagen zu erringen mit auch einem Selbstwirklichsein und trotzdem will ich das zum Anlass nehmen, vielleicht nochmal das Angebot zu machen, die zwei Mikrofone, die hier stehen, zu nutzen, wenn es auch von Seiten derer, die jetzt die ganze Zeit zugehört haben zu dem, was wir alles hier ausdiskutiert haben, vielleicht noch einen Impuls gibt, der für den heutigen Abend wichtig wäre. Gibt es da jemanden, der hier oder die hier noch mal einmal was beitragen möchte? Ansonsten muss das auch nicht sein, weil ich finde, wir haben auch schon wirklich in Fülle jetzt vieles erörtert. Um vielleicht am Ende noch einmal zurück den Bogen zu schlagen, eben auch zu dem, was Petra Kelly hier an ihrem 75. Geburtstag uns heute auch noch hinterlässt, von dem, was sie gelebt hat. Würde ich vielleicht noch eine Abschlussfrage in die Runde von euch dreien geben wollen. Wenn ihr... Ja, dann bitte, Eva. Also ich bin Eva Quistow und habe Petra Kelly 1978 auf der ersten internationalen Anti-Atom-Konferenz kennengelernt. Seitdem waren wir befreundet und bei bestimmten Themen oder Aktionen ein Team, worüber ich jetzt nachgedacht habe, weil ich auch von Ricarda ja gelesen habe, deine tollen Meldungen von Sharm el-Sheikh und der UNO-Klimakonferenz. Und dann bist du ähnlich, wie Greta ja auch angefangen hat. Und ich habe Annalena Baerbock auf der UNO-Klimakonferenz in Warschau, haben wir sozusagen, da habe ich das Zepter übergeben an Sie, weil ich war schon K.O. von den vielen UNO-Klimakonferenzen. Ich habe mich eben dann erinnert, weil die Debatte jetzt ja auch wieder kommt, wie viel CO2 wird durch die UNO-Klimakonferenz in die Gegend getutet? Muss man das in Ländern machen, die so Menschenrechtsverletzungen haben, wie in Ägypten, wo viele Frauengruppen, aber auch andere Menschenrechtsanwälte im Knast sitzen, schon seit 20 Jahren und so weiter und so fort? Und ist es nicht teilweise auch nur eine Show?
und wurde eigentlich seit der letzten Klimakonferenz davor ein wirklicher Fortschritt gemeinsam global erreicht. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich nicht richtig verstanden habe, dass Petra zum Beispiel nicht zur Rio-Konferenz gefahren ist 1992. Ich bin hingefahren als eine, die da auch schon 20 Jahre Frauenfriedensbewegung, Antiatombewegung, Klimabewegung hat bei mir auch schon 1976 angefangen, auf dem Buckel hatte. Und für mich war das UNO-Feld neben dem EU-Feld ein wichtiges Feld, wo wir an der globalen Demokratie, an der Stärkung der Zivilgesellschaft und anderer Partizipation, ja, und auch anderen Dialogformen arbeiten. Also habe ich das Privileg gehabt, mindestens 10 glückliche Jahre damit UNO-Frauenkonferenzen, UNO-Klimakonferenzen zu verbinden. Aber Petra war schon im Juni 1992 im gewissen Sinne depressiv und nicht hoffnungsvoll gegenüber dem, was da erreicht wird. Also das bleibt von daher auch eine Art Auftrag von ihr, dieses Spannungsverhältnis sehr genau zu gucken, was wir bei globalen Aktionen, bei globalen UNO-Konferenzen und, sagen wir mal, mit unserem Konferenzzirkus erreichen. Und es stellt die Frage, die ihr ja vorhin auch gestellt habt, woher beziehen wir unsere Hoffnung, weiterzumachen? Welche Sprache haben wir für unsere Hoffnung und wie schützen wir uns gegenseitig? Ich weiß, dass das die Klimabewegung ja auch diskutiert, wie man sozusagen Ausdauer lernt, Zähigkeit lernt. Und was ich schon finde, ist, dass die Grünen auf jeden Fall zur Zeit, wo es Petra schlechter ging und sie weniger der Star war, nicht die Fähigkeit hatten, sie ausreichend zu schützen. Und zum sich schützen gehört aber manchmal auch die Fähigkeit zur gegenseitigen Kritik. Vielen Dank, Eva. Dann nutze ich deinen Beitrag, Eva, und die damit schwingenden Gedanken und Fragen vielleicht auch nochmal, um einen Impuls wieder einzugeben, den ich vorhin etwas unbeantwortet empfunden habe, nämlich tatsächlich die Rolle des Menschen in der Politik und diesem politischen Engagement. Du redest vom Schützen auch, du hast es auch gesagt, Schützen, ja, der Aktivisten der letzten Generation und anderes. Ist das vielleicht ein Thema, das euch auch beschäftigt und wo ihr drauf schaut, wenn ihr jetzt über das Wirken von Petra Kelly nachdenkt? Gebe ich vielleicht als Abschluss nochmal mit rum. Wer möchte? Und Clara, wie empfindet ihr das eigentlich unter den Klimabewegten? Das Thema auch Schützen von Menschen oder dem Menschsein auch in diesem Aktivismus? Naja, also das, was wir machen, ist ja, um die Menschen zu schützen. So, dass wir eine lebenswerte Zukunft und Gegenwart haben, weil je nachdem, wo man hinschaut auf die Welt, ist die Klimakrise ja schon für viele Menschen, für viele Millionen Menschen Realität. Ganz individuell gesehen muss man schauen, dass man in so aktivistischen Kontexten immer genug auf sich selbst achtet, weil es Themen sind, die einen so sehr zum Brennen für die Sache bringen können, dass man sich daran aufreiben kann. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man mit anderen Menschen ein Gleichgewicht findet, da irgendwie ein gesundes Verhältnis zu entwickeln. Vor allem, weil eben bei uns auch viele Menschen Aktivismus betreiben als Bekämpfung des eigenen Weltschmerzes. Das Gefühl, gegen die Ohnmacht wirken zu wollen, gegen die Ohnmacht wirken zu müssen und dadurch aktiv geworden zu sein. Ich glaube, das ist für viele Menschen ein Antrieb und eine Motivation, auf die Straße zu gehen und sich zu organisieren. Und deswegen ist Menschen schützen, uns gegenseitig schützen in diesem Konstrukt eine wichtige Sache, damit wir gemeinsam stark sein können, damit wir gemeinsam für die Dinge einstehen können und damit wir auch resistenter werden gegen Menschen, die vielleicht versuchen wollen, das zu zerschlagen, was für unsere Demokratie so essentiell wichtig ist. Also die konkrete Arbeit von Petra hatte ja völlig unabhängig davon, dass sie einfach international eine sozusagen bekannte Persönlichkeit war. Und eigentlich, ich habe mich gerade erinnert an eine Situation, wo sie auf einer Friedensdemonstration zusammen mit Willy Brandt und Heinrich Böll gesprochen hat. Und da waren wir in der Vorbereitungsrunde. Petra kam etwas später. Und in dem Augenblick, wo sie kommt, richten sich alle Kameras auf sie. Und die ganze Aufmerksamkeit ist da, trotz Heinrich Böll und Willy Brandt. Das hatte schon was sehr Besonderes. Und trotzdem hat sie sich
sehr darum gekümmert, Menschen konkret zu schützen und ist dafür auch geschichtlich weit zurückgegangen. Sie hat die Anträge gestellt im Bundestag zur Behandlung, zur internationalen Behandlung von indigenen Völkern. Sie hat die Fragen gestellt über den Zusammenhang der Lebenssituation von den Aborigines in Australien und dem Abbau von Uran. Sie hat diese Leute eingeladen. Sie hat die Menschen eingeladen, die Aktivisten. Sie hat die Ureinwohner aus Nordamerika eingeladen. Sie hat Menschen aus Tibet eingeladen. Sie hat den Dalai Lama eingeladen. Und da war sie sehr realistisch und sehr beschützend. Als in Peking 1989 im Frühjahr die Panzer über die Studenten rollten, da saß ich mit Petra vorm Fernseher. Und ich habe natürlich gedacht, das ist für sie ganz schrecklich. Und sie hat keine Miene verzogen. Ich war völlig irritiert. Und sie sagt, ja, aber wer sich mit Tibet beschäftigt hat, weiß das doch. Mich überrascht das überhaupt nicht. Ich kenne die ganzen Filme aus Tibet. Das ist seit Jahrzehnten so. Und deshalb die Wunde, also den Finger in die Wunde Tibet zu legen und das auch im Bundestag zu thematisieren, den Dalai Lama einzuladen, Tibet-Konferenzen zu organisieren, könnte viele andere Beispiele nennen. Sich konkret, sozusagen ein Teil ihrer Biografie ist ja sehr stark auch geprägt von dem frühen Tod ihrer an Krebs erkrankten Schwester, wo sie diese Kinderkrebsvereinigung gegründet hat, um für eine psychosoziale Betreuung von krebskranken Kindern und ihren Angehörigen. Wo sie konkret mitgearbeitet hat, also nicht mit irgendwelchen Verbänden, sondern mit Elterninitiativen und mit Fachpersonal aus der Medizin, mit den Professoren. Also das war ihre Herangehensweise. Und sie hat sehr klar gespürt, dass in dem Augenblick, wo man sich um Menschen kümmert und denen eine Bühne gibt, eine Stimme gibt, die sie selbst nicht haben, und sie darin unterstützt, eine zu bekommen, dass das eine ganz wichtige Aufgabe von Politik ist und auch den Blick für die Wirklichkeit erweitert und nicht im Aktuellen verhaftet. Klar, du hast es so ein bisschen angesprochen, natürlich ist ja Klimaschutz nichts anderes als Menschheitsschutz. Also es geht ja gar nicht darum, was Abstraktes zu schützen, sondern sehr konkret Menschen. Und gleichzeitig finde ich oft, dass wir im politischen Betrieb, ich kann es jetzt für die Grünen sagen, ich weiß nicht, ob es in anderen Orten so viel besser ist, nicht gut darin sind, uns um uns zu kümmern und vor allem nicht gut darin sind, uns zu schützen, wenn was schief geht. Und das ist ja eigentlich manchmal so eine Widersprüchlichkeit. Es gibt den Ansatz, die Welt besser zu machen, die Gesellschaft gerechter zu machen. Und wir sind unglaublich wenig nachsichtig und unglaublich hart mit uns selbst. Und Politik ist ja, ich habe vorher gesagt, für mich war es immer Selbstwirksamkeit. Das ist der positive Teil davon. Es ist natürlich oft auch eine Art von Selbstaufopferung. Und jetzt gar nicht in so einem, oh, wir sind so tolle Menschen und opfern uns selbst auf, sondern sich selbst einer Sache zu verschreiben. Und viele Menschen tun das, ob sie es in Parteien tun oder in Bewegungen tun, tun sie es ja fast absolut. Also sie machen das nicht als 9-to-5, sondern sie verschreiben sich so vollkommen einer Sache. Und ich finde, das bedeutet eine besondere Verantwortung, die wir im Umgang miteinander haben. Und die wir gerade da haben, wo was schiefläuft, wo was nicht funktioniert, wo jemand vielleicht nicht die Rolle hat, in der es gerade funktioniert. Und darin müssen wir auch als Grüne, finde ich, deutlich besser werden. Und dann eine Sache, weil du die Klimakonferenzen angesprochen hast. Ich war das erste Mal jetzt auf der Klimakonferenz und auch insgesamt diese großen Konferenzen. Und eine Aktivistin, mit der ich befreundet bin, meinte dann von mir zu mir vor Ort so, es ist ein bisschen eine komische Mischung aus der zentralen globalen Klimaveranstaltung und der Gamescom. Weil man läuft dort rum und man hat unfassbar beeindruckende Gespräche. Ich habe indigene Menschen aus Brasilien getroffen, die eine wahnsinnige Hoffnung mitgebracht haben, jetzt mit dieser Abwahl von Bolsonaro, mit der Wahl von Lula. Und gleichzeitig hat man einen Stand von Saudi-Arabien, wo einem der beste Kaffee ausgeschenkt wird, auf einem riesigen Gelände. Und natürlich eine Form von Greenwashing, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja auch, in Teilen ist eine Greenwashing-Veranstaltung an einem Ort, wo man eigentlich dagegen ankämpfen sollte, das Ding nur greengewaschen werden. Ich glaube trotzdem,
ich bin hingefahren und ich glaube, das lässt sich nicht ersetzen, diese Orte zu schaffen, wo Menschen von unterschiedlichen Teilen der Welt zusammenkommen, wo diese Gespräche auch stattfinden von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Und gerade in Ländern wie Ägypten müssen sie ja fast erkämpft werden gegen die Veranstalter, aber sie wurden erkämpft. Und dort haben Aktivisten aufeinander getroffen. Aktivisten von Philippinen und Brasilien gemeinsam Bündnisse geschlossen. Ich glaube, die Fridays haben Bündnis geschlossen mit jungen Menschen aus dem Senegal gegen genau diese Gasfelder, die dort gebaut werden soll. Und das ist unglaublich viel wert. Und ich glaube, deshalb vielleicht will ich noch eine letzte Sache, weil das natürlich auch immer mit der internationalen Frage und wie organisieren wir eigentlich internationale Politik für mich zusammenhängt. Wir haben jetzt ganz viel über Petra Kelly gesprochen als Umweltschützerin, als Bewegungsperson. Für mich war sie, glaube ich, am prägendsten in meiner Partei als Feministin, als Frau. Und wir reden heute ganz, ganz viel von feministischer Außenpolitik. Und auf der einen Seite ist das ein Erfolg, ist das auch ein Zeichen dafür, wo wir die Gesellschaft verändert haben, dass das heute bis Konservative in den Mund nehmen und sogar einfordern von der Bundesregierung. Und auf der anderen Seite wird es dabei oft ein bisschen entleert. Also feministische Außenpolitik, das heißt, da sitzen Frauen. Und für mich stand Petra Kelly immer für eine feministische Politik, die nicht nur die Repräsentanz von Frauen angemahnt hat, sei es bei internationalen Verhandlungen oder sei es in der Wirtschaft, sondern die eine Veränderung der Strukturen, die sich mehr am Menschen, an der Frau, aber auch an den Menschen als solchen ausrichten müssen. Und ich glaube, damit ist sie bis heute, das ist das Verständnis von Feminismus, das sie uns mitgegeben hat und das wir zukünftigen Generationen mitgeben müssen. Vielen Dank für diese wirklich gute und beeindruckende Runde mit euch dreien. Vielen Dank euch dreien. Und in diesem Sinne abschließend an Imme das Schlusswort für die heutige Veranstaltung. Vielen Dank nochmal auch fürs Zuhören. Ja, ich bedanke mich auch. Ich habe mich, bevor der Abend angefangen hat, gefragt, werde ich heute Abend Petra Kelly begegnen? Und ich hab das Gefühl, ein bisschen schon, durch das, was du beschrieben hast, Lukas, aber auch, dass die Bezugnahmen in der Diskussion heute Abend, ich weiß nicht, wie euch, Ihnen das geht, die ihr sie auch gekannt habt. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität, die wir hier nicht herstellen können. Aber als was ist sie mir begegnet, wie ist sie mir begegnet? Wie du sagtest, Ricarda, als Feministin, als Ökologin, als Politikerin, du hast gesagt, mit einem großen Realitätsgehalt hat sie über die Welt nachgedacht und entsprechend versucht zu handeln. Sie ist mir auch begegnet als jemand, die in der analogen Welt, und die hatte so viele Hindernisse und Hürden uns in den Weg gestellt, eine globale Umweltbewegung mitgegründet hat, die Grüne Bewegung gegründet hat, als globale auch, und dass das, wofür grüne Politik stehen soll, ganz existenziell mit den Menschenrechten verbunden hat. Was aus heutiger Sicht, wo wir es immer stärker mit Autokratien, mit repressiven Regimen zu tun haben, wirklich ganz wesentlich, ein ganz wesentlicher Beitrag ist, denke ich. Ich habe mich jetzt gefragt, welche Worte hätte sie gefunden, um die heutige Realität, mit der wir zu tun haben, der wir auch nicht ausweichen können, um sie zu beschreiben. Und sie hätte treffende Worte gefunden, aber ich kann sie mir nicht vorstellen. Vielleicht ist das auch ein Thema für das Gespräch, was hier noch anschließen kann. Ich denke, sie hätte, wenn sie weiter gelebt hätte, uns noch etwas beigebracht, was Wahrnehmungsorgane für die Wirklichkeit sind. Das habe ich von dir jetzt auch mal übernommen, Lukas. Es sind sicher nicht nur Wahlergebnisse oder Likes, die wir bekommen. Ich glaube, das hätte sie definitiv ausgeschlossen. Sie hätte natürlich gesagt, das ist das, was soziale Bewegungen uns sagen. Und nicht nur die, die wir kennen, sondern auch die neuen, die entstehen. Nicht nur die in unserem unmittelbaren Umfeld, sondern die ganz weit weg, die uns helfen, die Wirklichkeit, so wie sie eigentlich schon ist, zu erkennen.
Sie hätte vielleicht auch uns etwas über das Umgehen mit Scheitern und Schwäche sagen können, wenn sie jetzt noch hier wäre. Das brauchen wir, glaube ich, auch. Wir sprechen im Moment nicht aus einem Moment der Schwäche als Grüne, aber wir wissen, dass das immer dazugehört, denn das, der Maßstab, um die Wirksamkeit unseres Handelns zu messen, ist ja sehr groß. Die Maßstäbe habt ihr hier erwähnt, habt ihr hier immer wieder benannt. Und das, denke ich, ist der Realitätsgehalt von politischem Denken und Handeln, für den Petra Kelly wahrscheinlich auch steht. Ich möchte aber zum Schluss, weil ihr habt ja alle jetzt genug gehört, denke ich, zum Schluss möchte ich nochmal auf die Menschenrechte eingehen. Morgen Abend haben wir eine Lesung organisiert. Da lesen wir, da geht es um das Buch von Alaa Abd El Fattah, einem der bekanntesten politischen Häftlinge Ägyptens. Wir als Stiftung, aber auch Jennifer Morgan, hat die COP, die Klimakonferenz in Ägypten, auch genutzt, um auf seine Haft hinzuweisen. Er war ja im Hungerstreik, war auch im Streik, er wäre fast gestorben, er ist nicht gestorben. Und in diesem Buch sind Texte versammelt, die er aus dem Gefängnis heraus geschrieben hat, die auch zum Teil veröffentlicht wurden, aber zum Teil auch rausgeschmuggelt wurden. Und das ist, ich lese jetzt ganz kurz etwas aus einem Text, den er 2014 geschrieben hat, aus dem Gefängnis. Und er wendet sich, das ist ja nach dem Ende des arabischen Frühlings, nach dem Scheitern des arabischen Frühlings. Und er sagt, er beschreibt, wie es ist im Gefängnis. Und er sagt, aber was ist mit uns? Oder eher, was ist mit euch? Ihr, die ihr gegen diese Ungerechtigkeiten seid und bislang nicht hinter Gittern sitzt. Was gedenkt ihr zu tun? Dann sagt er, im Gefängnis widersetzen wir uns der Verzweiflung. Hoffnung zu inspirieren ist eure Aufgabe, die nicht im Gefängnis seid. Und ich denke, wenn Petra noch da wäre, dann würde sie sich um Alaa kümmern. Für ihn würde sie sich einsetzen. Weil sie, ich denke, du hast nach den Menschen gefragt und ich denke, diese Menschen, die hat sie ganz stark im Zentrum gesehen. Sie wäre wahrscheinlich dabei, in der Ukraine die Menschenrechtsverletzungen, die Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Das können wir dann auch besprechen. Ob sie das täte, den Mut hätte sie dafür, ob sie ihn erreicht, das weiß ich nicht, ob man ihn überhaupt noch erreichen kann. Aber ich möchte das als Maßstab jetzt noch einmal setzen. Also wenn es um den Menschen geht, dann geht es um diese Menschen, die alles aufs Spiel gesetzt haben, die sich darauf verlassen, dass wir da sind, um sie in dieser Situation nicht zu vergessen, anzumahnen, was alle Staaten hier unterzeichnet haben als Mitglieder der Vereinten Nationen. Auch die Klimakonvention, das Pariser Klimaabkommen, ist den Menschenrechten verpflichtet. In der Präambel steht das, deswegen war es richtig, das auf der COP zu thematisieren. Aber wie gesagt, ich glaube, Petra Kelly hätte das auch getan. Und so möchte ich heute Abend an Sie denken. Vielen Dank, dass ihr alle da wart.